Ja, guten Abend und herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie alle heute Abend den Weg hierher gefunden haben oder am PC zu Hause zuschauen. Mein Name ist Ellen Ehmke, ich arbeite als Senior-Expertin im Team Ungleichheit der Robert-Bosch-Stiftung. Ungleichheit ist im Moment nochmals in aller Munde oder in vieler Munde aufgrund der Krisen, die wir gerade erleben. Die Allerreichsten machen weiterhin Gewinne, während viele Teller leer bleiben und Menschen nicht wissen, wie sie ihre Rechnung bezahlen sollen. Und gleichzeitig ist es nicht nur wichtig, dieses Thema zu analysieren, sondern eben auch auf Wege aus dieser Krise aufzuzeigen. Und deswegen freuen wir uns, dass wir heute diese gemeinsame Veranstaltung mit UNREST haben, dem Forschungsinstitut der Vereinten Nationen, einem Partner der Robert-Bosch-Stiftung. Bevor ich an Isabel Kempf übergebe, meine Co-Moderatorin, zwei Sachen nochmal einfach zu der Veranstaltung heute und auch den Live-Übertitelungen, die Sie wahrscheinlich schon über mir sehen. Das ist eine KI, die das macht. Wenn also, und ich weiß nicht genau, wie intelligent diese Intelligenz ist, wenn da Aussagen getätigt werden, die Sie hier so nicht gehört haben, dann halten Sie sich an das gesprochene Wort, das gilt. Aber insgesamt ist eben diese Live-Übertitelung, die auch online zu sehen ist, ein Beitrag zu unserem Versuch, barrierearme Veranstaltungen zu machen, die für mehr Menschen zugänglich sind, für Menschen mit unterschiedlichen Bedarfen auch zugänglich sind. Und das ist auch etwas, wozu wir auch Ihr Feedback gerne nochmal hören am Ende der Veranstaltung, ob uns das gelungen ist. Denn das ist ein Teil des Weges, den wir als Team Ungleichheit der Robert-Bosch-Stiftung und auch als Robert-Bosch-Stiftung als Ganzes gehen, dass wir uns eben darum bemühen, solche Barrieren in unserer Arbeit abzubauen und damit auch Ungleichheiten im Zugang zu reduzieren. Und damit übergebe ich jetzt erstmal an Isabel. Ja, vielen Dank, Ellen. Und wirklich herzlich willkommen Ihnen, an Sie alle. Wir freuen uns sehr, sehr, dass wir so nicht nur ein sehr diverses Publikum haben, sondern auch ein sehr handlungs- und entscheidungsfähiges und hoffentlich auch freudiges Publikum, das in egal in welcher Kapazität Sie jetzt hier sind, so ein bisschen auch die Ideen und die Diskussionen, die wir hier haben werden, so mit nach Hause und auch in ihre Arbeit und ihre eigene Welt mit nach Hause hoffentlich nehmen können. Ich bin Isabel Kempf, ich bin die Leiterin des UNREST-Büros in Bonn. UNREST hat seinen Hauptsitz in Genf, aber wir haben seit 2020 auch ein Bonner Büro. Und unsere Aufgabe ist so ein bisschen die Forschungsergebnisse, die UNREST ebenso wie diesen Report eben in die Entscheidung und in Aktion umzuwandeln. Ne? Also zu gucken, wie können wir mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, mit Social Movements, mit Entscheidungsträgern eben in allen Ländern der Welt und wie können wir die auch zusammenbringen. Und wir haben dazu auch so ein neues Netzwerk, darüber reden wir vielleicht später noch so ein bisschen, das heißt Global Research and Action Network für einen neuen ökosozialen Gesellschaftsvertrag. Und da ist so ein bisschen die Idee, dass, ja, wie kann man denn die Zivilgesellschaft und die Forschung und auch politische Akteure wirklich gemeinsam vernetzen. Also darum geht es auch heute Abend so ein bisschen. Deshalb freue ich mich sehr, sehr, Sie heute Abend alle zu sehen. Und ja, und ich glaube, wir sind auch hier nicht nur zu sehen, es gibt so viele Krisen und so, und es ist alles so schlimm, sondern auch zu sehen, was gibt es denn auch an Lösungen und an gemeinsamen Wegen und auch an Prozessen, die wir zusammen eben gestalten können. Gut, also deshalb möchte ich jetzt gerne mal anfangen. Und zwar Herr Bernhard Straub, das ist der Geschäftsführer der Bosch-Stiftung. Den möchte ich gerne bitten, Sie hier alle willkommen zu heißen. Vielen, vielen Dank, dass die Robert-Bosch-Stiftung
unser Gastgeber hier ist. Das ist ein wirklich wunderschönes, ich bin so ein Art Deco-Fan, ein sehr, sehr schönes Gebäude und ein schöner Raum. Dankeschön. Und Dr. Straub ist seit 2021 der Geschäftsführer, hat aber lange als leitender Manager bei Bosch gearbeitet, in vielen verschiedenen Ländern, Japan, Indien etc. Und hat auch, fand ich sehr interessant, seine Doktorarbeit in Informatik und Soziologie. Also hinter mir sitzt noch eine Freundin von mir, die hat auch Soziologie und Mathematik studiert. Das ist eine interessante Kombination, finde ich. Und ja, passt auch sehr gut, glaube ich, hier zu unserem Thema heute Abend. Dr. Straub, also wir würden uns sehr freuen, ja, wenn Sie die Gäste willkommen heißen können. Ja, vielen Dank. Ja, grüß Gott miteinander, wie wir im Süden sagen. Willkommen bei uns hier in der Robert-Bosch-Stiftung. Ich möchte mich ganz besonders willkommen heißen, möchte ich unsere Sprecherinnen, Sie, Frau Staatsministerin Rychlewski, auch die Frau Lob, Bundestagsabgeordnete, Herr Zorn, Bundestagsabgeordneter, Frau Tecklenburg, Frau Köhler und Herr Trautvetter, sowie Frau Huyo von UNRIST. Aber auch Ihnen allen ein herzliches Willkommen hier in der Französischen Straße, liebes Publikum und liebe KollegInnen. Hier die Französische Straße, ein schon etwas betagtes Gebäude, etwas älteres Gebäude. Schon vor 100 Jahren stand es hier und hat also auch eine bewegte Geschichte hinter sich mit Umwälzungen. Es war mal eine Bank, vielleicht kommt Geld irgendwann heute im Laufe des Abends auch noch zu sprechen, das weiß ich nicht. Vor 100 Jahren waren die Unterschiede, die Ungleichheiten bei Einkommen und Vermögen noch größer als heute. Also ein gewisser Höhepunkt war damals erreicht. Damals hatten die 10% mit dem höchsten Einkommen 42% des Einkommens und 85% des Vermögens auf sich vereint, also auch eine sehr starke Konzentration. Dann kam nach dieser frühen Zeit, also vor dem Ersten Weltkrieg, als dieses Gebäude gebaut wurde, kam der Erste Weltkrieg, dann Weimarer Republik, Faschismus, nochmal ein Weltkrieg. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, durch die dann eingeleiteten Politiken, haben sich dann doch auch noch Themen ausgeprägt, die die Ungleichheit etwas abgemildert haben. Seither jedoch hat sich schon wieder einiges verändert. Und ich freue mich, dass heute der Flagship-Bericht des Forschungsinstituts der Vereinten Nationen für soziale Entwicklung, das muss man ablesen, also für UNRIST, es geht leichter von den Lippen, UNRIST, der hier gleich vorgestellt wird, der wird aufzeigen, dass es tiefe Krisen der Ungleichheit auch heute wieder gibt. Das Vermögen ist seither dramatisch angewachsen und normalerweise sagt man ja, a rising tide lifts all boats. Aber das passiert gerade bei dem Thema Vermögenszuwachs und Wohlstand eben nicht. Im Gegenteil, die Vermögensverteilung ist wieder stark ungleich angestiegen und die Wohlstandsgewinne sind extrem ungleich verteilt. Seit Beginn der Covid-Krise zum Beispiel, nur um auch so ein Beispiel auch nochmal aufzuzeigen, sind knapp 2/3 der globalen Vermögenszuwächse 1% der Weltbevölkerung zugewachsen. Ja. Also auch eine Krise verstärkt die Ungleichheiten. Zu viele Menschen sind einfach an diesem Wohlstandszuwachs und dem Wachstum nicht beteiligt, beziehungsweise sind nicht auf der Sonnenseite und nehmen gar nicht an diesen Themen teil. Was aber hinzukommt, um es auch mal nur von den reinen Geldquantitäten abzulenken, also nicht nur von Vermögen und Einkommen, die Ungleichheiten haben auch durch die Krisen zugenommen. Also die Krisenanfälligkeit überlagert diese Ungleichheiten inklusive Umweltzerstörung. Manche Dimensionen der Ungleichheit werden erst seit ein paar Jahren sichtbar und auch hier wird der Bericht einiges Neues benennen, nämlich mehrfach Diskriminierungen in intersektionalen Verständnis von Ungleichheit, wie zum Beispiel intergenerationale und räumliche Ungleichheiten. Das heißt, wir gehen von diesen zusätzlichen und überlagernden Ungleichheiten aus, die diese Krisen beeinflussen.
Ungleichheit ist aber kein neues Phänomen, aber sie muss immer wieder neu vermessen und neu verstanden werden, um überwunden werden zu kommen. Und jetzt weiche ich ein bisschen von meinem Skript hier ab. Wie gerade eben so schön eingeführt worden ist, ich bin noch nicht so lange bei der Stiftung. Und als ich noch Manager war, war ich eigentlich damit zufrieden, dass wir eine freiheitlich-demokratische Grundordnung haben und eine soziale Marktwirtschaft. Und ich dachte, wir kriegen das schon irgendwie hin, die Regularien und die Dinge sind schon angelegt. Mittlerweile und nicht erst seitdem ich jetzt auch so ein Sneak-Preview zu diesem Unrest-Report hatte, habe ich doch auch einiges dazugelernt. Ja? Also was systemisch angelegt ist, wo das, was ich bis vor wenigen Jahren noch unterstellt hatte, dass ein vernünftiges Gesellschaftssystem mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung die Probleme schon in den Griff bekommt, da muss ich sagen, habe ich heute einen neuen Blick drauf. Deswegen bin ich auch dankbar, dass dieser Bericht in einer Sprache, die ich vielleicht vor 2 Jahren noch als etwas zu drastisch empfunden hätte, dass er diese Punkte sehr drastisch anspricht, was ich mittlerweile für richtig empfinde. Passend, jetzt komme ich zurück zu meinem vorbereiteten Text, passend finde ich, dass wir in der Robert-Bosch-Stiftung dieses Thema Ungleichheit auch tatsächlich aufgegriffen haben, als eines der Themen im Fördergebiet globale Fragen. Wir betrachten auch Ungleichheit als mehrdimensionales und systemisches Thema, das auch eben mehrdimensional und systemisch angegangen werden muss. Und wir haben 2020 begonnen, die Förderung dort auch ganz gezielt auf Akteure zu setzen, beziehungsweise Akteure, die die Handlungsfähigkeit in diesem System stärken können, um in eben einem systemischen und auch intersektionalen Zugang zu Ungleichheit eine Hebelwirkung anzusetzen. UNRIST ist unser Partner. Wir sind sehr froh darüber, dass Sie unser Partner sind. Und auch weitere Partnerinnen, wie zum Beispiel das Netzwerk Steuergerechtigkeit oder der Verein Wirtschaft ist Care, unterstützen wir gerne und beziehen wir gerne in dieses Netzwerk ein. Den Ansatz, Akteure zu stärken, habe ich auch im UNRIST-Report gesehen und unterstütze auch zusammen mit meinen KollegInnen die Logik, die dahinter vertreten ist, nämlich einen neuen ökosozialen Gesellschaftsvertrag zu formulieren bzw. aufzustellen und umzusetzen. Ich bin jetzt gespannt auf die Diskussion und wünsche uns allen einen interessanten und anregenden Abend. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, Herr Straub. Also nicht nur für das nette Willkommen, sondern auch so ein bisschen dass Sie auch in unserem Bericht gelesen haben natürlich und auch, dass so vielleicht Ihre Perspektive sich dadurch geändert hat. Das ist auch so, also für mich auch als ich arbeite schon dieses Jahr 30 Jahre bei der UN, das ist eigentlich so mein Hauptziel auch als in der internationalen Gesellschaft, dass man eben neue Perspektiven auch auf den Tisch legt und die auch diskutieren kann. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und dass man immer was von dieser Seite anguckt, dass man es auch mal von der anderen Seite anguckt. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Idee von dem Bericht. Also vielen Dank, dass Sie das aufgegriffen haben. Das ist sehr, sehr motivierend für uns, glaube ich. Jetzt möchte ich gerne unseren Direktor Paulette auf die Bühne bitten, um auch Sie willkommen zu heißen. Paul hat ganz lange für die britische Regierung gearbeitet, ist Economist und ist seit 7 Jahren der Direktor von UNRIST und hat auch in dem Team gearbeitet bei UNDP, das die Facilitation von dem Dialog und der SDGs gemacht hat bis zur Verabschiedung der SDGs und hat daher auch eine sehr lange Erfahrung mit den politischen Dimensionen der Diskussion. Und Paul, wir freuen uns, dass er auf Englisch, aber wie gesagt, wir sind ja jetzt in der globalen Gesellschaft, Sie jetzt alle begrüßen wird. Good evening, everybody. I heard Isabel already did the apology on my behalf, but I'm going to repeat it. I'm sorry I can't speak to you in German tonight. We did want to have the whole event in German. It's beyond my education to be able to talk to you in German, so apologies, first of all. First of all, I wanted to tell you a little bit about UNRIST, because it's one of those very
unusual but special corners of the UN that many of you won't have come across in your day-to-day work. It's a research institute focused on social policy. It was set up 60 years ago this year. This year is our 60th birthday. And it was set up by the Secretary General at a time with a vision in mind of bringing social development to the development discourse at a time when the dominant theories and concepts of development were primarily economic. And the reason it's special is because it was set up in a way that guards its autonomy and its independence. In that, we're quite unusual in that we don't have governments on our board system, in our governance at all. We also don't receive any funding from the main UN budget, which means we have to prove ourselves in the marketplace. But the defining characteristic is research autonomy. And what that has led us to over the years is being, if you like, the awkward bit of the UN that has the space to ask the difficult questions, to push at the edges, to not take superficial responses to questions, to ask about power, about politics, and about distribution, to ask questions about systems, what really drives the injustice that we're seeing economically, socially, and environmentally. So substantively, we're a research institute on social policy, but our understanding of social policy is in how it connects to markets. How do economic actors work? It's how it connects to resource use. How does social policy interact with our environment and with climate? Our research strategy is focused on reducing inequalities. It's called Overcoming Inequalities Towards a New Eco-Social Contract. And all of the work that we do, which is multidisciplinary, with a global network of researchers from around the world, in a very safe and cautious space, is aimed at giving policy advice on reducing inequalities. Now, I'm not going to talk a lot about the report because my colleagues are going to do that, and I don't want to steal their thunder, but let me just briefly give you the outline. I was previously, before I joined UNRIST in 2015, I was, as Isabel said, in charge of the consultation process for the SDGs, and we had put together a strategy to help governments, but also civil society actors, academics, others, to get to the SDGs. And I remember being in a meeting with Jeff Sachs at one point when I think it was the small coalition of governments stuck their hand up and said, I think we should take out SDG 13 on climate change. And I think Jeff Sachs said to them, how can we look at our children in the face and tell them we've got a goals-based structure to make the world sustainable that doesn't have a goal on climate change? And he pushed back. And then the next government put their hand up and said, actually, I think we don't really need the one on inequality either. And so it was sort of a reductionist episode, and I think Jeff and others pushed back on that too. But it shows a trajectory on the political acceptance of the topic of inequality that's really quite interesting. Because when you talk about inequality and whether it's built in by design, which is what this report argues, or whether it's an unnecessary and unwelcome byproduct of the system, you're pushing at systems of power and you are questioning whether they're deserving the benefits that they're getting from that structural system. And that's why in 2000, when the MDGs were introduced, we focused on absolute poverty because it was too controversial to look at inequality. Frankly, it was off the table. But now it's very much on the table. And I think deservedly so, because we've seen the distributional consequences of the most recent crisis that we're going through still. COVID, of course, but also the Russian invasion of Ukraine and the inflationary impacts that that's having too. So this report, comprehensively, the report is this thick if you download it online. It's very well written, very well referenced, and thanks to my colleagues. Looks at the relationships between inequalities and crises and looks at how inequalities drive crises but also left worse after crises. So we've seen the huge growth in billionaires during COVID, and we've seen people being pushed back into poverty because of inflation, because of COVID, because of vaccine inequity, and because of the lack of a strong social policy response.
Hopefully that's enough of a taste. I just want to say thank you very much, firstly to the Bosch Foundation for hosting us this evening in this joint event. We are a partner of the foundation. We benefit financially, but also I think of equal value through in-kind, the networks that we participate in together, the other partners that we've been able to reach and build coalitions for change. And that's been very much appreciated, so we want to thank you for that. I'd also like to thank our other partners in Germany. We opened our office in Bonn in 2020, and it's been on a very positive trajectory that allows us to be happy and produce good work. And as a manager of the entire institute, this is something that's extremely welcome. So all the entities in the German government that support us, BMZ, GIZ, the other academic and civil society partners that we have in the ecosystem in Bonn, all very welcome. That's enough of me, and that's enough of English. So I return you back to the comfort of German and also to the presentation of the report. But thank you very much for coming. Vielen Dank, Paul. Jetzt sind wir, glaube ich, alle gespannt darauf zu hören, was der Report sagt. Und Katja ist hier, sie ist die Hauptautorin des Berichts. Natürlich war es auch ein sehr partizipativer Prozess und Katja wird darüber wahrscheinlich auch was sagen. Das ganze Anwaltsteam war involviert, ganz viele akademische, Civil Society und andere Akteure auf der ganzen Welt. Es gab auch eine Online-Konsultation zu dem Bericht. Aber das wird sie jetzt mit Ihnen teilen. Und Katja, ja, also wir freuen uns drauf, dass du uns den Bericht jetzt vorstellst. Willkommen. Ja, guten Abend und herzlich willkommen. Auch von meiner Seite ist mir eine große Freude, heute Abend hier in der Bosch-Stiftung den Bericht Krisen der Ungleichheit, Machtstrukturen ändern für einen neuen ökosozialen Gesellschaftsvertrag vorzustellen. Und wir freuen uns besonders, die Fragen, die der Bericht aufwirft und die Vorschläge, die dort entworfen werden, mit Vertretern und Vertreterinnen aus der Zivilgesellschaft, aus der Politik und mit allen denen, die heute hier präsent sind oder uns online folgen, konstruktiv zu diskutieren. Und ich danke auch besonders der Bosch-Stiftung für die tolle Teamarbeit in der Organisation von dieser Veranstaltung und die Zusammenarbeit und das Engagement für das Thema Ungleichheiten zu reduzieren. Wir veröffentlichen diesen Bericht in schwierigen Zeiten. Isabel hat das angesprochen. Ich fange ein bisschen mit der Beschreibung der Krisenszenarien an. Aber ich verspreche auch, dass wir auch unsere Vorschläge präsentieren werden, was man ganz konkret und effektiv tun kann, um Ungleichheiten zu reduzieren und damit auch zu einer stabileren und resilienteren und gerechteren Gesellschaft zu kommen. Die Welt steht in der Tat an einem Scheidepunkt zwischen Krieg und Frieden, zwischen Leben mit oder gegen die Umwelt, zwischen Solidarität und Polarisierung, zwischen einer Wirtschaft für das 1% oder für die 99% und zwischen einer Post-Covid-Welt, die zu Business as usual zurückkehrt oder eine Welt, die ambitioniert eine bessere Zukunft anstrebt. Wir müssen dringend Lösungen finden, wenn wir weiteren Schaden vermeiden und uns auf einen Weg der Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit begeben wollen. Diese Lösungen müssen allerdings kontextspezifisch sein und die Rahmenbedingungen in jedem einzelnen Land gerecht werden. Ich sage das besonders hier, da unser Bericht einen Fokus auf den globalen Süden hat und die dortigen Herausforderungen und Prioritäten in den Mittelpunkt stellt. Wir möchten aber auch betonen, dass die Aufgaben für die Länder des globalen Nordens nicht weniger anspruchsvoll sind. Die Tatsache, dass die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung für alle Länder gleichermaßen gilt, ist ja eines der großen Fortschritte im internationalen Entwicklungsdiskurs. Ich bin deshalb gespannt, nach diesem Überblicksvortrag mehr darüber zu lernen, welche Strategien und Reformen zurzeit in Deutschland umgesetzt und diskutiert werden und sowohl in der Entwicklungs- und Außenpolitik, aber auch auf nationaler Ebene. Der Bericht stellt die Frage, wie und weshalb wir in die gegenwärtige Situation gekommen sind und wie wir die Herausforderung erfolgreicher bewältigen können. In der Tat, die letzten beiden Jahre haben bereits gezeigt, dass wenn wir die vielfältigen Krisen nicht zeitig in den Griff bekommen,
Wir Gefahr laufen, einen Großteil der Fortschritte, die die Welt in den letzten Jahrzehnten erreicht hat, wieder zunichte zu machen. Warum fokussiert unser Bericht auf das Thema der Ungleichheit? Der Trend zunehmender wirtschaftlicher Ungleichheit, vor allem innerhalb von Ländern, ist seit langer Zeit ein Grund der Besorgnis. Allerdings hat die Politik nur sehr verzögert auf diese Entwicklung reagiert. Zu sehr hat man darauf vertraut, und Herr Straub hat es schon angesprochen, dass Reichtum von oben nach unten durchsickert. Der sogenannte Trickle-Down und letztendlich alle davon profitieren. Allerdings ist dies ein Argument, was nun weitgehend widerlegt ist, aber trotzdem noch in vielen Köpfen präsent ist. Glücklicherweise ist es gelungen, das Thema der Ungleichheit ganz oben auf die globale Entwicklungsagenda zu setzen. Vor 7 Jahren hat sich die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung auf den Weg gemacht und mit den Mitgliedstaaten zum ersten Mal in der Geschichte der UN sich verpflichtet, Ungleichheiten innerhalb und zwischen den Ländern zu reduzieren. Und dies ist unserer Meinung nach ein Meilenstein, nachdem die MDGs, die Millenniumsentwicklungsziele, sich auf die Beseitigung der Armut konzentriert haben, ohne die Auswirkungen der zunehmenden Einkommens- und Vermögenskonzentration an der Spitze zu berücksichtigen, die sogenannte 1%-Wirtschaft. Unser Bericht macht deutlich, dass es zur Bekämpfung der Armut und zur Beseitigung ihrer strukturellen Ursachen nicht ausreicht, sich mit der Basis der Einkommenspyramide zu beschäftigen. Stattdessen müssen wir die gesamte Einkommensverteilung betrachten und uns mit der Frage auseinandersetzen, was passiert, wenn Armut und andere Diskriminierungsfaktoren zusammentreffen, aber auch wie Reichtum und Privilegien sich gegenseitig verstärken und welche Auswirkungen dies auf nachhaltige Entwicklung und auf unsere Regierungsführung hat. Ziel des Berichtes ist es, einen konstruktiven Beitrag zur Debatte zu leisten, wie Ungleichheit bekämpft und der Kreislauf multipler und ineinandergreifender Krisen durchbrochen und eine gleichberechtigte, gerechte und nachhaltigere Zukunft geschaffen werden kann. Eine der Kernaussagen des Berichtes lautet, dass Ungleichheit und multiple Krisen kein Schicksal sind, sondern weitgehend das Ergebnis politischer Entscheidungen. Sie sind kein Fehler im System, sondern vielmehr von vornherein in selbiges eingebaut. Das bedeutet, dass wenn wir den Kurs ändern und einen neuen Entwicklungskonsens eingehen, einen neuen ökosozialen Gesellschaftsvertrag, wir mehr Stabilität und Gerechtigkeit erzielen werden. In den mir verbleibenden Minuten möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick in den Bericht geben und hoffentlich Ihre Neugier wecken, sich die Analysen darin genauer anzuschauen. Der Bericht besteht aus 3 Teilen. Der erste Teil befasst sich mit einer Kontext-, Trend- und Krisenanalyse, die zunehmenden Ungleichheiten in den Mittelpunkt stellt. Im zweiten Teil werden intersektionelle Ungleichheiten analysiert, wobei der Schwerpunkt auf der Art und Weise liegt, wie sich verschiedene Formen der Ungleichheit überschneiden und gegenseitig verstärken und wie sie durch asymmetrische Machtdynamiken untermauert werden. Und schließlich werden im dritten Teil des Berichts Wege zur Überwindung dieser Problematiken aufgezeigt, wobei für einen groß angelegten Systemwandel plädiert wird, der auf einem neuen ökosozialen Gesellschaftsvertrag aufbaut, der den Menschen und den Planeten über die Märkte stellt und bestehende Machtstrukturen neu ausbalanciert. Es bedarf keiner großen Überzeugungskraft, um zu begreifen, dass der derzeitige Zustand der Welt von extremen, eskalierenden und wiederkehrenden Krisen geprägt ist. Allein in den Nachrichten der letzten Wochen haben wir von verheerenden Überschwemmungen, Naturkatastrophen in der ganzen Welt gehört, die Lebensgrundlagen vieler Menschen für Jahre zerstören. Die gewaltsame Unterdrückung von Demonstrantinnen und Demonstranten, die im Namen der Gleichheit und der Menschenrechte ihr Leben aufs Spiel setzen, hat ebenfalls Schlagzeilen gemacht. Gleichzeitig haben wir eine wachsende Besorgnis über die explodierenden Lebenshaltungskosten und die drohende Energieknappheit und weitere Aggressionen in einem Krieg, der bereits unzählige Menschenleben gekostet hat, Millionen von Menschen vertrieben hat und Schockwellen der Unsicherheit und geopolitische Spannung über den ganzen Globus geschickt hat. Und all dies vor dem Hintergrund einer globalen Pandemie, die weiterhin Leben und Existenzgrundlagen in allen Teilen der Welt zerstört. Doch trotz dieses düsteren Bildes sind nicht alle Verlierer. Die Vermögenskonzentration hat erheblich zugenommen. Die Credit Suisse hat kürzlich Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass die Zahl der extrem vermögenden Privatpersonen in den letzten 2 Jahren um 50% gestiegen ist. Dies ist kein Zufall, so argumentiert der Bericht.
Unser globales System ist so aufgebaut, dass eine kleine Gruppe von Menschen selbst unter schwierigen Umständen profitieren kann und Krisen dazu nutzt, weitere Gewinne anzuhäufen. Ungleichheiten und Krisen sind eng miteinander verbunden. Und dieser Bericht versucht, diese Zusammenhänge deutlich zu machen. Ungleichheiten treiben Krisen voran und Krisen resultieren, wie Paul Ladd es bereits bemerkt hat, in einer Verschärfung von Ungleichheiten, indem sie Vulnerabilität, eine Verschlechterung der Lebensbedingungen und Umweltzerstörung verursachen, was sich besonders negativ für vulnerable und benachteiligte Gruppen auswirkt. Lassen Sie mich ein paar Worte zu der Kontextanalyse sagen, die Sie in dem Bericht vorfinden. Wir untersuchen globale Trends wie Globalisierung, den demografischen Wandel, Alterung der Bevölkerung, Migration und Verstädterung, den rasanten technologischen Wandel sowie geopolitische Machtverschiebung. Unsere Analyse betrachtet diese Trends aus einer a priori neutralen Perspektive und versucht zu verstehen, wie Politiken ihre Ergebnisse geformt haben. Tatsächlich haben die politischen Entscheidungen im Zeitalter des Neoliberalismus in vielen Fällen zu einer sehr ungleichen Verteilung von Kosten und Nutzen im Zusammenhang mit diesen Trends geführt. Statt sicherzustellen, dass die Gewinne der Globalisierung, des technischen Fortschritts und der demografischen Trends allen zugutekommt. So haben die verschiedenen Entwicklungstrends in den letzten Jahren zu einer weiteren Verschärfung von Ungleichheit, Polarisierung, Unsicherheit und Instabilität beigetragen. Mit dem Ergebnis, dass ein Teufelskreis entstanden ist, wobei sich Ungleichheiten und Krisen gegenseitig verstärken. Nicht nur Wirtschaftskrisen werden durch Ungleichheiten mitverursacht, wie wir in der Finanzkrise 2008 deutlich gesehen haben. Auch die Klimakrise, die mittlerweile gefährliche Kipppunkte erreicht hat, ist eng mit dem Thema der Ungleichheit verknüpft. Während die reichsten Menschen, Unternehmen und Länder der Welt für den Großteil der CO2-Emissionen verantwortlich sind, sind die schwächsten Gruppen am stärksten von den negativen Folgen des Klimawandels und der Umweltzerstörung betroffen. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Sorgekrise, eine eher langfristige strukturelle Krise, die weit über den Pflege- und Betreuungsnotstand hinausgeht, der regelmäßig Schlagzeilen macht. Sorgearbeit ist sehr ungleich verteilt und ebenso ungleich sind die Bedingungen für diejenigen, die Fürsorge und Betreuung benötigen. Sorgearbeit wird auf dem Markt unterbewertet, die öffentlichen Sorgedienstleistungen sind unzureichend und Frauen und Gemeinschaften müssen einen unverhältnismäßig hohen Anteil an unbezahlter Sorge und Hausarbeit leisten. All dies behindert nicht nur die soziale Entwicklung, sondern auch die Geschlechtergleichstellung. Und das jüngste Beispiel, die Covid-19-Krise, hat nicht nur viele wichtige Entwicklungserfolge der Vergangenheit zunichte gemacht, sondern auch die bestehenden Ungleichheiten zwischen reichen und armen Menschen, zwischen Nord und Süd und zwischen sozialen Gruppen offengelegt und weiter verstärkt. Im zweiten Teil des Berichtes werden verschiedene Formen der Ungleichheit, wirtschaftliche, soziale und politische, untersucht und ihre Zusammenhänge dargestellt. Wir betrachten Ungleichheiten als ein relationales Konzept, das sowohl vertikal entlang von Einkommenslinien als auch horizontal zwischen sozialen Gruppen auftritt. Wir verfolgen einen Ansatz, der intersektional ist, das heißt, wir betrachten verschiedene Formen der Ungleichheit als miteinander verbunden und nicht als separate Kategorien der Unterdrückung. Auch multidimensional ist und sich und was bedeutet, wie sich Ungleichheiten in Zeit und Raum entwickeln und machtzentriert ist. Das heißt, wir betrachten Machtasymmetrien als Grundlage aller Formen von Ungleichheit. Lassen Sie mich einige Zahlen zur Entwicklung der vertikalen Ungleichheit nennen. Der Bericht zeigt, dass die wirtschaftlichen Ungleichheiten, die sich im Zuge der neoliberalen Globalisierung immer weiter verschärft haben, den Kern der Machtasymmetrien und der Vorherrschaft der Eliten bilden. Seit der neoliberalen Wende Anfang der 80er Jahre kehrte sich die Phase abnehmender Ungleichheit der Nachkriegszeit um, wie Herr Straub schon erwähnt hat, und die Ungleichheit innerhalb der Länder nahm immer weiter zu. Das ist die blaue Linie, die Sie hier in der Grafik sehen. Gleichzeitig und auf einer eher positiven Seite hat die globale Ungleichheit zwischen den Ländern abgenommen. Allerdings ist Letzteres vor allem auf die Entwicklungserfolge der großen Schwellenländer China und Indien und anderer zurückzuführen. Wenn wir genauer schauen, sehen wir, dass weniger erfolgreiche Entwicklungsländer im Vergleich zum globalen Norden weiter zurückgefallen sind.
Ein paar Zahlen zu der Vermögensungleichheit. Derzeit besitzen 1,2% der erwachsenen Weltbevölkerung 47,8% des gesamten weltweiten Vermögens. Der Bericht untersucht die sozialen Ungleichheiten zwischen Gruppen, die durch diskriminierende Regeln und Praktiken Hierarchien und Stratifizierung produzieren und reproduzieren. Diese sozialen Ungleichheiten überschneiden sich häufig mit Armut und einem Mangel an wirtschaftlichen Ressourcen, was sich negativ auf die Betroffenen, aber auch auf die Wirtschaft und die Gesellschaft auswirkt. Der Bericht zeigt anhand zahlreicher Beispiele und Fallstudien, dass sich überschneidende Ungleichheiten zu dauerhafter Vulnerabilität, Marginalisierung und sozialer Ausgrenzung führen. Ein Beispiel aus der Covid-19-Pandemie. Auf die Beschäftigung, auf die ungleichen Verteilungseffekte zwischen sozialen Gruppen. Die Auswirkungen von Covid auf die Beschäftigung waren sehr ungleich verteilt. Frauen, junge Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie weniger Qualifizierte haben öfter ihren Arbeitsplatz verloren und der Beschäftigungsrückgang im globalen Süden war um Vielfaches höher für alle Gruppen als im globalen Norden. Allerdings können wir wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten nicht verstehen, wenn wir nicht auch politische Ungleichheit betrachten. Politische Ungleichheiten und Machtasymmetrien treiben soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten an und werden von ihnen angetrieben, da Eliten Einfluss und Macht anhäufen, um ein System zu bewahren und aufrechtzuerhalten, das Ungleichheit reproduziert und weiter vergrößert. Der Bericht beleuchtet die verschiedenen Möglichkeiten, wie Eliten Ressourcen anhäufen und diese Ressourcen in Macht und Einfluss umsetzen und welche Folgen dies für unsere globale Gesellschaft hat. Unternehmensnetzwerke, Lobbying und Medienkontrolle sind typische Methoden der Einflussnahme. Darüber hinaus zeigen wir, wie Eliten besser in der Lage sind, sich vor Krisen zu schützen und sogar von ihnen zu profitieren. Wir werfen auch einen Blick auf die Menschen am unteren Ende der Gesellschaft, auf vulnerable und marginalisierte Gruppen, die die Hauptlast der negativen Auswirkungen von Krisen zu tragen haben. Dabei sind ihre Möglichkeiten, etwas dagegen zu unternehmen, aufgrund mangelnder Ressourcen und der Art und Weise, in der der politische Raum von Eliten beherrscht wird, stark eingeschränkt. In einer Welt der Krisen und Ungleichheit ist es deshalb nicht verwunderlich, dass sich die Bürger und Bürgerinnen zunehmend Sorgen um ihre Zukunft machen und das Vertrauen in die Regierung und die Regeln, Normen und Werte verlieren, die die Gesellschaften zusammenhalten. Unser Gesellschaftsvertrag. Deshalb fordert nicht nur der UN-Generalsekretär in seinem Bericht Our Common Agenda einen neuen Gesellschaftsvertrag, sondern auch soziale Bewegungen, Gruppen der Zivilgesellschaft, Gewerkschaften und die Wirtschaft. Der Bericht befasst sich mit den verschiedenen Vorschlägen dieser Interessengruppen und zeigt mögliche Konsenslinien, aber auch Bereiche, in denen Uneinigkeit herrscht, auf. Darüber hinaus analysieren wir, wo frühere Gesellschaftsverträge versagt haben oder wo sie erfolgreich waren, um auf Basis dieser Erkenntnisse neue und bessere Verträge gemeinsam zu gestalten. Auf der Grundlage dieser Analysen schlagen wir einen ökosozialen Gesellschaftsvertrag vor, der sowohl eine neue Vision und Prinzipien und ein neues Entwicklungsmodell und einen Aufruf zu politischer Aktion beinhaltet. Dieser neue ökosoziale Vertrag muss eine Vision für einen systemischen Wandel schaffen und die Beziehung zwischen Staaten, Märkten, Menschen und der Natur neu austarieren. 7 Prinzipien können als Leitlinien für einen neuen ökosozialen Gesellschaftsvertrag fungieren. Der Vertrag sollte Menschenrechte für alle garantieren, faire Fiskalverträge schaffen, Wirtschaft und Gesellschaft umstrukturieren, um dem Klimawandel und der Umweltzerstörung Einhalt zu gebieten und wirtschaftliche Ungleichheiten umzukehren, die Belange der Natur und zukünftiger Generationen berücksichtigen, ein Vertrag für die Natur, historische Ungerechtigkeiten wie Kolonialismus und Sklaverei aufarbeiten und die ungerechten Auswirkungen von Patriarchat und Gender-Essentialismus angehen und last but not least die Solidarität auf allen Ebenen und in allen Bereichen stärken. Der Bericht bleibt nicht hier stehen. Diese Version erfordert konkrete politische Maßnahmen und institutionelle Reformen, die wir in der Form eines neuen Entwicklungsparadigmas vorstellen, das auf 3 Pfeilern ruht. Alternative Wirtschaftsansätze, eine transformative Sozialpolitik, die auf einem fairen Fiskalvertrag basiert und ein reformierter und gestärkter Multilateralismus und Solidarität. Da mir nur wenig Zeit bleibt, möchte ich kurz einige Schlüsselthemen und Ansätze erwähnen,
die innovative Lösungen für soziale und Umweltgerechtigkeit darstellen. Unter den alternativen Wirtschaftsansätzen diskutieren wir zum Beispiel die Green Economy Ansätze. Wir sagen, wir müssen sozusagen darüber hinausgehen, aber auch wie ein Green New Deal so konzipiert werden könnte und so gestaltet werden könnte, dass er auch für den globalen Süden von Nutzen ist. Wir fordern eine neue Rolle für den Staat und wir fordern, die Wirtschaft wieder neu in Gesellschaft und die natürliche Umwelt einzubetten. Und dafür gibt es viele interessante Beispiele, zum Beispiel aus der Sozial- und Solidarökonomie. Was die Sozialpolitik anbelangt, schlagen wir menschenrechtsbasierte soziale Sicherung vor, inklusive Arbeitsmarktpolitik, universelle öffentliche Sozialdienstleistungen und integrierte Sorgesysteme, untermauert von einem fairen Fiskalvertrag. Wir müssen auch das multilaterale System reformieren, neu gestalten und Solidarität neu definieren und stärken. Dafür müssen wir die Hyperglobalisierung eindämmen durch internationale Regulierung, Machtasymmetrien in multilateraler Governance ausgleichen und, wie gesagt, Solidarität und Werte stärken. In dem Bericht werden auch sehr konkrete Maßnahmen diskutiert, wie man Ungleichheiten effektiv und konkret bekämpfen kann. Und ich lade Sie dazu ein, sich das genauer anzuschauen. Schließlich unterstreicht der Bericht, wie wichtig es ist, die Machtverhältnisse neu auszutarieren und breit angelegte Allianzen zu bilden, denn nur so können wir Ungleichheiten und Krisen wirklich angehen. Der Aufbau eines neuen ökosozialen Gesellschaftsvertrags und die Umsetzung der Art von Politik, die den Weg zu einer nachhaltigen, integrativen und resilienten Zukunft ebnet, beginnt daher mit der Schaffung eines breiten Konsenses zwischen verschiedenen Interessengruppen. Ich möchte meinen Vortrag mit 3 Zitaten von Aktivisten und Aktivistinnen und Wissenschaftlerinnen beenden, die an dem Bericht mitgewirkt haben und die eine starke Botschaft von Handlungsfähigkeit und Hoffnung vermitteln. Kumi Naidoo, Aktivist, ehemaliger Direktor von Greenpeace und Amnesty International, sagt: Gewöhnliche Menschen sollten bei der Entwicklung einer grünen Klimapolitik im Mittelpunkt stehen. Jeder Mensch verfügt über eine Reihe von Ressourcen und kreatives Potenzial, um diesen Prozess zu beeinflussen. Als Wähler und Wählerin, als Eigentümerin von Vermögen, als Verbraucher und Verbraucherin, als Bürgerin und als Wissensträger. Rima Nanavati, Direktorin der Self-Employed Women's Association in Indien, gibt folgende Einblicke und Lehren aus ihrer Arbeit. Die Erfahrung der Vereinigung selbstständig erwerbstätiger Frauen, SEWA, die seit über 5 Jahrzehnten in Indien Frauen im informellen Sektor organisiert, hat gezeigt, dass es zur Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen notwendig ist, ihre kollektive Handlungsfähigkeit, ihre Verhandlungsmacht und ihre Führungsrolle zu stärken, ihnen eine Stimme, Sichtbarkeit und Geltung als Arbeiterinnen zu verleihen. Und als letztes Zitat, Yayati Ghosh, Professorin an der University of Massachusetts Amherst, erinnert uns daran, dass politische Zwänge, zum Beispiel der große Einfluss von Unternehmen auf die Politik, nur dann wirklich einflussreich ist, wenn Bürger und Bürgerinnen nicht genügend Gegendruck auf ihre Regierungen ausüben. Ich danke Ihnen und freue mich auf die Vorträge unserer hochkarätigen Podiumsteilnehmer und die Diskussion mit dem Publikum. Vielen Dank. Vielen Dank, Katja. Ich glaube, das war ein wirklich sehr interessanter Vortrag. Und ich wollte auch noch sagen, dass Katja auch die Leiterin ist und das Andres-Programm über transformative Sozialpolitik und auch sehr langjährige Forschungserfahrung zum Thema Fiskalpolitik hat. Also wenn da Fragen aus dem Publikum kommen, haben wir auch jetzt gleich dafür die richtige Person. Ich glaube, das ist auch ein sehr interessantes Thema, weil da kommen sehr oft Fragen, wie können wir das jetzt umsetzen, was kostet das und wie muss die Umverteilung aussehen. Also vielen, vielen Dank, Katja. Und also ich gebe jetzt mal an Ellen Leiter, weil es gibt dann auch noch natürlich danach Zeit für Fragen, für Antworten, für Diskussionen. Aber in der Zwischenzeit wollen wir jetzt erstmal unseren Keynote-Speaker begrüßen. Genau. Ja, vielen Dank, Katja. Und ich, ohne viele Worte, gebe ich einfach auch direkt weiter an Sarah Reglewski, Staatsministerin im Bundeskanzleramt, die heute hier ist und die
dort zuständig ist oder die Zuständigkeit hat für nachhaltige Entwicklung und den Staatssekretärsausschuss zu diesem Thema leitet und damit, glaube ich, die ideale Kandidatin ist, um zu sagen, wie das jetzt von der globalen Ebene eben in die deutsche Politik umgesetzt wird. Wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Vielen Dank, Frau Riglewski. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank auch für die freundliche Anmoderation. Es ist ja immer so, wenn man zu solchen Veranstaltungen geht, und auch ganz herzlichen Dank für diese Veranstaltung und auch unter diesem Konzept. Ich glaube, das sind wirklich sehr spannende Fragen, die auch aufgeworfen werden. Und ich muss auch sagen, für mich als gelernte Politikwissenschaftlerin war das auch nochmal sehr interessant, auch die Frage, wie misst man denn auch diese ganzen verschiedenen Faktoren? Weil letztendlich ist es ja so, wir brauchen auch solche Studien, man braucht solche Berichte, um halt dann auch vernünftige, auch wissenschaftlich fundierte Politik machen zu können, weil wir wissen ja auch alle, ich glaube alle, die hier im Raum sind, ist, dass es manchmal auch eine Herausforderung ist, mit Themen zu durchdringen, weil es sind natürlich Machtfragen, die auch aufgeworfen werden, und je mehr Dinge auch hinterlegt sind, desto mehr kann man oder desto besser kann man auch versuchen, Dinge zu ändern. Jetzt habe ich mir natürlich viel überlegt, was ich hier auch gerne erzählen möchte, und werde davon auch sicherlich einiges aus meinem Manuskript auch übernehmen. Aber ehrlich gesagt haben jetzt die Grußworte und auch der Bericht nochmal so ein paar Denkanstöße gegeben, die mich jetzt nochmal veranlassen, das vielleicht auch nochmal in eine etwas andere Art zu diskutieren. Vielleicht einmal vorab. Es war in der Anmoderation jetzt gerade noch mal deutlich, was auch meine Funktion ist. Und dann kam auch immer, das wird immer mitgesagt, ich leite den Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Entwicklung. Aber weil das sicherlich auch nicht allen Begriff ist, was da eigentlich hintersteckt, möchte ich dazu zwei, drei Punkte sagen, weil das auch viel mit dem zu tun hat, wie wir auch dieses Thema Nachhaltigkeit auch angehen innerhalb der Bundesregierung. Es ist so, diesen Staatssekretärsausschuss gibt es auch schon länger, den gab es auch schon in der vergangenen Legislaturperiode, und der ist dafür zuständig, zu koordinieren die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, die alle drei Jahre auch mit verschiedenen Akteurinnen und Akteuren aus Zivilgesellschaft, aber auch aus der Wirtschaft, von Gewerkschaftern auch erarbeitet wird. Und der Ansatz, den wir dabei haben, ist tatsächlich, Nachhaltigkeit als das Querschnittsthema auch zu verstehen, was es ist. So, das ist mir auch ganz wichtig, weil es gibt ganz häufig Leute, die, das kommt auch immer in Debatten vor, die dann irgendwo sagen, ja, für Nachhaltigkeit innerhalb der Bundesregierung ist ja jetzt Frau Riglewski zuständig. So, das stimmt einerseits, aber wenn es komplett stimmen würde, dann würden wir, glaube ich, nicht besonders weit kommen. Weil wir reden viel, und das kam ja jetzt auch nochmal durch, wenn man ein Thema wegdelegieren kann in einen Ausschuss auf eine Person, ein Thema, was so viel auch tatsächlich mit Gesellschaftsfragen zu tun hat, mit der Frage, wie wir auf die Welt blicken, dann wird es nicht funktionieren. Ich mache das mal an einem Beispiel, also die Dimension, die bei Nachhaltigkeit die etwas bekanntere ist als die soziale, ist ja häufig die ökologische. Das ist auch in Ordnung, das ist auch ein wichtiges Thema, aber ich halte die soziale mindestens für genauso wichtig, komme ich gleich noch einmal zu. Aber wenn wir uns jetzt mal überlegen, wir denken uns im Staatssekretärsausschuss gute und kluge Strategien aus, um zu einer ökologischen Transformation in Deutschland zu kommen und in der Welt, und das aber dann beispielsweise im Wirtschaftsministerium, und jetzt lasse ich mal den Klimateil raus, nicht gelebt wird, dann werden wir nicht vorankommen. Und deswegen ist das eben halt der Versuch, auch wirklich alle Ministerien in diesem Staatssekretärsausschuss darauf zu committen, ihre Politik, auch ohne dass überall Nachhaltigkeit drangeschrieben wird, nach nachhaltigen Kriterien auszurichten. Und das kann man ehrlich gesagt meiner Meinung nach nicht oft genug betonen. Es geht darum, dass Nachhaltigkeit eine solche Selbstverständlichkeit ist, dass man gar nicht Nachhaltigkeit draufschreiben muss. Was ich sehr wichtig finde, und das gefällt mir auch an dem Bericht und auch an dem Thema dieser Veranstaltung so gut, ist, dass wir tatsächlich die soziale und die ökologische Dimension zusammendenken müssen. Es geht nicht ohne, die Dinge bedingen einander. Ich mache es mal deutlich. Es geht natürlich immer um Ressourcen. Es geht um Ressourcen in materieller Hinsicht, aber es geht auch um gesellschaftliche Ressourcen.
Und natürlich, wenn wir sagen wollen, wir wollen uns in Deutschland, in der Welt, ich glaube, nur ganz wenige negieren noch die Klimakrise. Über den Weg der Bekämpfung gibt es natürlich noch große Differenzen, das merken wir immer wieder, aber grundsätzlich negieren außer einigen wenigen Exoten, sage ich jetzt mal freundlich, wenige, dass das ein Thema ist und dass wir uns verändern müssen. Und wir reden im Moment viel über die Kosten, die uns die Transformation hin zu einer klimaneutralen Welt kostet. Das ist so, das wird uns Geld kosten. Aber es gibt schon genug Leute, die auch heute mit dem Thema Geld verdienen. Also das darf man auch nicht negieren. Und damit sind wir auch ein Stück weit bei der Machtfrage. Weil wenn wir uns jetzt überlegen, wie beschleunigen wir das Ganze, dann stellt sich auch die Frage der Verteilung von öffentlichem Geld zum privaten, auch was das Thema Kosten angeht. Weil alle öffentlichen Ressourcen, die wir für dieses Thema Transformation einsetzen, die stehen natürlich für andere Aspekte auch nicht zur Verfügung. Und möglicherweise bauen wir jetzt die Infrastruktur auf Grundlage derer dann irgendwann andere private Geld verdienen können. Und ich glaube, das sind Dinge, die wir wirklich auch sehr offen adressieren müssen, die wir auch diskutieren müssen und wo wir uns auch Lösungen überlegen müssen. Das gilt auch für das Thema beispielsweise Arbeitsplätze. Also viele Menschen haben nun auch die Sorge, dass Veränderungen ihren Arbeitsplatz auch möglicherweise obsolet werden lassen. Hier müssen wir natürlich Angebote machen, aber es geht auch erstmal um die Frage, wie wir mit dieser Kosten-Nutzen-Rechnung auch umgehen. Und eine Überlegung wäre ja auch zu sagen, dass man sich überlegt, gibt es auch Möglichkeiten, nachgelagert beispielsweise an den Kosten des Aufbaus von Infrastruktur, private auch zu beteiligen, wenn damit Geld verdient wird. Also solche Ansätze gibt es. Man muss sie halt aber auch einfach diskutieren. Und das ist dann auch eine wirklich sehr spannende Frage, die dann auch tatsächlich auch wieder ein Querschnittsthema ist. Und das gilt natürlich auch für das ganze Thema der internationalen Transformation. Also hier stellt sich diese Frage natürlich auch. Wenn wir sagen, wir wollen Nachhaltigkeit zur Richtschnur unserer Politik machen, das haben wir als Bundesregierung klar gesagt, wir haben auch das Thema Nachhaltigkeit in unseren Koalitionsvertrag gesetzt, dann heißt das natürlich auch, dass wenn wir beispielsweise auf Energieimporte, sei es jetzt das Thema Gas und Öl ist das eine, was wir jetzt im Übergang auch durch die Krise noch mal verstärkt aus anderen Quellen auch beziehen als jetzt Russland, wo wir ja uns zum Glück von unabhängig gemacht haben. Aber auch beim Thema Wasserstoff ist die Frage, werden wir den Bedarf, den wir absehbar haben, werden aus eigener Kraft, aus eigenen erneuerbaren Energien decken können. Da scheiden sich die Geister. Ich bin da eher skeptisch. Auch hier werden wir Importe benötigen. Da stellt sich zum einen auch die Frage wieder der Finanzierung der Kosten der Infrastruktur. Aber die Frage ist auch, wie gehen wir denn mit den Ressourcen von Ländern des globalen Südens? Und das werden vorrangig diese Länder sein, die auch hier diese Ressourcen zur Verfügung stellen. Denn machen wir die Fehler der Vergangenheit wieder? Sehen wir sie nur als Verkäufer einer Ressource, die wir nicht haben? Oder nutzen wir das, um wirklich Partnerschaften auf Augenhöhe einzugehen? Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht einer der entscheidenden Hebel, auch wenn wir beim Thema Entwicklung vorangehen wollen. Ich finde, das, was hier auch Svenja Schulze macht, ist ein ganz wichtiger Faktor, wo es genau um dieses Thema geht, Partnerschaften auf Augenhöhe. Aber genau das ist auch das, wo wir unsere Wirtschaftspolitik ganz konsequent nach ausrichten müssen, weil ansonsten machen wir die Fehler der Vergangenheit wieder und wir kommen nicht wirklich beim Thema Entwicklung und Nachhaltigkeit voran. Und die Zeit ist ja auch knapp. Wir haben Halbzeit bei der Agenda 2030. Das heißt, wir müssen jetzt aufs Tempo drücken. Und die Krisen, die wir jetzt in den vergangenen Jahren gehabt haben, die machen auch sehr deutlich, dass wir hier auch die Notwendigkeit haben, voranzukommen. Was mir bei dem Thema auch immer ganz wichtig ist, ist, dass wenn wir bei der internationalen Dimension sind, wir auch immer deutlich machen, was wir auch hier davon haben. Das ist nicht ein, ich sage jetzt mal das böse Wort, auch wenn ich es schlimm finde, dass das ein böses Wort ist, dass es nicht ein Gutmenschenthema ist. Auch wir profitieren von einer nachhaltigen globalen Entwicklung. Davon bin ich überzeugt. Und das Beispiel dafür ist in der Tat auch das Thema Covid-19. Die eine Krise hat ja die andere ein bisschen zumindest in der Wahrnehmung verdrängt. Wir sitzen hier alle wieder ohne Maske. Ich glaube, die meisten hier sind geimpft, wenn sie das möchten. Aber wenn wir in andere Länder
des globalen Südens schauen, dann ist es eben halt so, dort tobt die Krise auch immer noch, weil die Menschen einfach keinen Zugang zu einer vernünftigen Gesundheitsversorgung haben, zwar Impfung. Wir haben uns zwar auch sehr bemüht, hier auch zu unterstützen, aber auch das funktioniert nur, wenn es ein globales Verständnis davon gibt, dass eine Pandemie, die in einzelnen Ländern nicht beendet ist, auch uns immer wieder einholen kann. Wir diskutieren jetzt viel über China und über Mutationen, die es dort möglicherweise geben kann, aber andere Länder, wo das Thema noch stärker ist, das sehen wir nicht. Und deswegen ist das, glaube ich, auch wenn es um die Frage geht, wie viel Geld investieren wir in solche Themen, auch einfach wichtig, weil es ist, kommt uns auch zugute. Haben wir an weiteren Themen. Ich möchte noch einmal, weil man auch immer noch mal schauen muss, was kann man eigentlich im eigenen Land machen, und wir ja auch immer die Vorstellung haben, wir müssen uns auch überlegen, wie können wir auch, Vorbild klingt immer so ein Stück weit überheblich, aber wie können wir auch einfach deutlich machen, dass wir unsere Hausaufgaben auch vor Ort machen. Möchte ich noch mal auf das Thema Transformation und das, was wir hier in Deutschland auch vor der Brust haben, eingehen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass der Krieg, den Russland vom Zaun gebrochen hat, tatsächlich auch dazu beigetragen hat, andere Krisen und Abhängigkeiten auch sehr sichtbar zu machen. Am offensichtlichsten ist natürlich das Thema Zugang zu fossiler Energie und unsere Abhängigkeit davon. Ich glaube, dieser Krieg hat für viele Leute das erste Mal deutlich gemacht, wie vulnerabel wir eigentlich sind in unserer Energieversorgung, und hat damit vorweggenommen das, was eigentlich die Endlichkeit fossiler Energieträger ja eigentlich bedeutet. Deswegen ist es ein Brennglas und auch ein Beschleuniger. Aber wir sehen eben halt auch, dass es nicht so einfach sein wird, hier auch aus einer vollkommenen Abhängigkeit herauszukommen, weil wir schließen jetzt wieder Verträge auch mit anderen Staaten, wo wir auch teilweise Fragezeichen machen hinter deren Motivationslage, wo wir auch mit Regierungssystemen nicht einverstanden sind. Wir begeben uns wir machen uns nicht abhängig, aber wir müssen einen Zwischenschritt gehen, der uns vielleicht auch nicht gefällt. Das heißt, wir müssen beim Thema erneuerbare Energien wirklich vorankommen. Und das ist ein Thema, was aber auch wieder deutlich macht, wie stark wir uns eigentlich auch auf gesellschaftlichen Zusammenhalt konzentrieren müssen. Weil das eine Thema habe ich schon angesprochen, die Frage der Kosten und der gesellschaftlichen Lasten. Die Frage aber auch, wie wir eben halt unsere wirklich guten Sozialsysteme, die wir in Deutschland haben, die grundsätzlich guten Sozialsysteme, auch dafür nutzen können, eben auch Menschen deutlich zu machen, die Transformation ist für dich keine Gefahr, sondern wir stellen sicher, dass du auch in einer veränderten Welt einen Platz hast und in der Lage bist, deinen Lebensunterhalt aus eigener Kraft zu bestreiten. Und deswegen haben wir beispielsweise beim Bürgergeld ja auch sehr, sehr konsequent die Qualifizierungsperspektive gestärkt, weil wir eben gesagt haben, es verändern sich auch Berufsbilder. Wir sehen auch, dass Menschen, die vielleicht einen guten Beruf vor einigen Jahren und Jahrzehnten gelernt haben, damit heute nicht mehr zurechtkommen können. Und wir müssen diese Dinge auch wirklich nochmal weiter vorantreiben, auch das Thema Weiterbildung an der Stelle stärken, weil ansonsten verlieren wir hier auch die Menschen auf der Strecke. Und das ist für uns, glaube ich, nicht leistbar. Ich möchte zum Schluss noch einmal diese Finanzierungsperspektive auch ansprechen. Ein Element habe ich gerade gesagt. Ich glaube, wir müssen uns wirklich überlegen, gibt es Möglichkeiten, eben halt auch potenzielle Profiteure an den jetzt entstehenden Kosten zumindest im Nachhinein zu beteiligen. Ich glaube, das ist ein wirklich ganz, ganz wichtiges Thema. Das andere ist aber auch tatsächlich, oder es gibt zwei Dimensionen. Das eine ist, dass wir wirklich auch bewusst auch in Deutschland das Thema Primärverteilung angehen müssen. Wir haben mit dem Mindestlohn hier einen Schritt getan, aber ich finde auch manche Debatten, die sich jetzt über Lohnforderungen der Gewerkschaften entspinnen, finde ich auch unangemessen. Also es geht darum, das haben Sie sehr richtig gesagt, es gibt Gewinner dieser Krise, und da muss sich dann auch überlegt werden, wie gerade in dieser Situation auch etwas dazu beigetragen werden kann, dass Menschen auch bestehen können, und das kann nicht nur staatliche Aufgabe sein, diese Menschen arbeiten. Das andere ist aber auch die Frage tatsächlich der Sekundärverteilung. Das eine sind
Sozialleistungen, die uns ja auch durch die Krisen getragen haben. Wir sind hier auch stark. Aber das andere ist auch die Frage des Steuersystems. Wir haben grundsätzlich ein innovatives Steuersystem. Es ist progressiv. Es besteuert nach Leistung grundsätzlich. Aber ich glaube, wir müssen auch immer wieder schauen, ob diese Lastenteilung auch tatsächlich noch dem entspricht, was wir an gesellschaftlichen Herausforderungen haben. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir gleich sehr am Zorn da sicherlich noch einiges zu hören werden, weil da ist einiges dran und das ist auch international ein Thema. Wir diskutieren immer viel über Spitzensteuersätze in Deutschland, aber die Frage globale Mindestbesteuerung ist beispielsweise eine, die gar nicht so sehr zu unseren Lasten nur geht, sondern vor allem zu Lasten derjenigen, die ohnehin ein geringes Steueraufkommen haben. Und ich glaube, da ist auch viel Luft nach oben und da versuchen wir uns auch einzubringen. Das andere Thema ist, dass ich glaube, dass wir auch mit Blick auf das, was in diesem Jahr und im nächsten Jahr auch an Konferenzen ansteht, auf internationaler Ebene, uns dringend überlegen müssen, wie wir mit der Weltbank umgehen, dass wir hier auch den Reformprozess weiterhin eng begleiten, hier wirklich auch vorangehen. Und der zweite Punkt, wo wir auch einfach wirklich genau hinschauen müssen, ist, wie gehen wir mit den Schulden, mit der globalen Schuldenkrise um. Wir haben 51 Staaten weltweit aktuell, die akut überschuldet sind und wo wir wirklich sicher sein können, dass sie da nicht alleine rauskommen. Hier muss man das eine Thema Schuldenschnitt angehen, aber wir müssen uns, glaube ich, auch überlegen, wie wir bei Geberkonferenzen tatsächlich klarziehen, welche Staaten kann mit Krediten geholfen werden, weil sie auch in der Lage sind, da auch irgendwann wieder rauszuwachsen, aber an welchen Stellen müssen wir auch tatsächlich Geld geben, was auch da bleibt und was wir nicht zurückhaben wollen. Ich glaube, ansonsten kommen wir nicht voran. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Ich habe jetzt versucht, auch alles noch mal ein Stückchen zusammenzubinden. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass wir die Aufgabe dieses sozial-ökologischen Gesellschaftsvertrags tatsächlich auch bei uns in unserer Politik als einen Orientierungspunkt sehen und dass wir glauben, dass das tatsächlich auch auf ganz verschiedenen Ebenen und Politikfeldern auch bearbeitet werden muss und dass es nicht reicht, wenn man es nur in einen Ausschuss delegiert, sondern dass das die Position der gesamten Bundesregierung ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Reglewski. Da waren ja auch schon eine Reihe von konkreteren Vorschlägen dabei und es wurden auch eine Reihe von Politikfeldern schon genannt, auf die wir jetzt im Folgenden nochmal im Detail eingehen wollen, die wir nochmal vertiefen wollen. Das sind zentrale Bestandteile des Berichts. Einer davon, wenn wir, ich glaube, oben steht noch oder in der Schleife war vorher noch die Steuergerechtigkeit vor der Sorgearbeit. Wir haben uns aber entschieden, die Sorge zunächst auf die Sorgekrise oder Care-Krise zu gucken, nicht zuletzt, weil sie oft hinten runterfällt und nicht mitgedacht wird. Und das aber eines der Beispiele ist, an denen ich sagen würde, da zeigt sich eben dieses Systemische, dass dadurch, dass unbezahlte Sorgearbeit eben nicht gesehen wird in unserem Wirtschaftssystem, viele der Ungleichheiten, die dann im Folgenden bemängelt werden, eben da ihren Ursprung und ihre Grundlage haben. Ich freue mich sehr, dass Denise Lob heute hier ist, Mitglied des Bundestags, und Feline Tecklenburg. Kommen Sie gerne beide schon auf die Bühne und dann stelle ich Sie gleich noch mal kurz vor. Denise Lob ist staatlich anerkannte Sozialarbeiterin und seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages und dort Obfrau im Ausschuss für Familie, Seniorinnen, Frauen, Jugend und Jugend für die Fraktion der Grünen. Habe ich jemanden vergessen? Okay. Ich habe mich gefragt, ob es ist wie beim BMFSF. J, wo man fast immer einen der vielen Buchstaben vergisst. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind und den Bericht nochmal kommentieren und eben auch nochmal aufzeigen, was aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Grünen-Fraktion noch zu tun ist und wo Sie vielleicht auch schon Fortschritte sehen. Genau, ja.
Guter Punkt. Okay, super. Ja, wir hatten am Anfang schon ein Grüß Gott. Ich gebe dann mal ein nordisches Moin in die Runde. Hallo, schön, dass ich da sein darf und danke, dass ich auch sprechen darf. Genau, auch wenn ich nicht ordinär für die Care-Arbeit bei uns in der Fraktion zuständig bin, freue ich mich immer, weil ich vorher in dem Bereich gearbeitet habe, was zu dem Thema zu sagen. Und genau, es wurde ja auch schon deutlich in der Präsentation, viele Krisenszenarien sind genannt worden und die Fürsorgekrise ist ja auch ein zentraler Teil. Und als ich mir die Übersicht, die ja netterweise vorher verschickt worden ist, angeschaut habe, wurde ja auch nochmal deutlich, dass es vor allem auch um den Mangel an Pflege und Betreuung geht, also um Fachkräftemangel, aber auch noch eine geschlechts- oder feministische Perspektive, nämlich dass auch vor allem Frauen immer noch überproportional die Last der Sorgearbeit, also vor allem der unbezahlten Pflege- und Fürsorgearbeit tragen. Ich glaube, 76,2% weltweit. Ich glaube, Deutschland ist da auch nicht sehr viel besser, was die Prozentzahlen angeht. Und ich würde sagen, gerade in unserer Fraktion oder auch in Teilen der Bundesregierung ist das Thema schon angekommen, noch nicht bei allen. Dann sind wir auch wieder beim Thema Macht und wer wird eigentlich politisch präsentiert oder auch nicht präsentiert. Das heißt, ich könnte jetzt aus meiner Perspektive von einer Revolution in der Pflege sprechen, aber da ich auch so ein bisschen die Koalition hier vertrete, würde ich eher über die Reformen der Pflege sprechen, die wir vielleicht vornehmen. Oder was wir uns vorgenommen haben. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass Pflege eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und die gehört in die Mitte der Gesellschaft. Sie muss professionell unterstützt werden und gerade auch vor Ort, also auch kommunal eingebettet werden. Und wie in vielen anderen Bereichen reden wir auch da von Fachkräftemangel oder Fachkräftebedarf. Und ich glaube, die Covid-19-Pandemie hat das auch noch mal verschärft. Das ist jetzt auch schon mal mehrfach genannt worden. Und wo unser Fokus sehr drauf liegt, ist, dass wir eine kommunale Pflegestruktur brauchen, die vor allem auch die Bedürfnisse der Menschen vor Ort wahrnimmt und darauf eingehen kann. Dass wir natürlich auch die Berufsattraktivität steigern müssen, einfach um dem Personalmangel entgegenzusetzen. Da geht es aber aus unserer Perspektive nicht nur um eine bessere Bezahlung, die ist auch ganz klar notwendig, aber auch um bessere Arbeitsbedingungen, weil ich glaube, viele Menschen, ich kann es auch von mir sagen, so, wenn man im sozialen Bereich arbeitet, hat man auch einen sehr ideologischen und wertegeprägten Ansporn, in dem Bereich zu arbeiten. Aber natürlich ist es auch gut, wenn man gute Arbeitsbedingungen hat. Und genau, das ist ein Riesenthema und ich freue mich auch, dass das jetzt in der Fachkräftestrategie des Bundes auch die Care-Arbeit und die Care-Berufe mit berücksichtigt werden, also dass da auch die Bedeutung hervorgehoben wird und auch erkannt wurde, dass das ein wichtiger Bereich ist, den wir uns anschauen müssen. Und das ist ja sozusagen erstmal der bezahlte Bereich, aber dann wurde es auch schon angesprochen, wir reden auch von unbezahlter Fürsorgearbeit oder Care-Arbeit und es ist zum Beispiel so, dass 3 von 4 Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt, also gar nicht in Pflegeeinrichtungen, sondern von häufig Frauen, die dann nebenbei noch einen Job haben oder den aufgeben müssen und deswegen ist das vor allem auch einer unserer Ansätze zu sagen, wir müssen das Familienpflegegesetz weiterentwickeln, dass vor allem auch Menschen, die Angehörige pflegen wollen oder auch müssen, dass die eine bessere Absicherung haben einfach und halt auch pflegebedingte Auszeiten nehmen können. Das sind jetzt sehr kleine Baustellen, sehr, sehr konkret, aber ich habe mir vorher überlegt, ich kann jetzt natürlich das ganze Große aufmachen. Ich habe auch mit den zuständigen Fachpolitikerinnen gesprochen und da ist eine ganze Liste bei rumgekommen, was man eigentlich alles tun möchte. Aber ich glaube, das vielleicht so als kleine Impulse, die vielleicht auch schon was verändern können, wenn man an diesen Punkten ansetzt, indem man die Rahmenbedingungen verändert. Dann, was ja auch in dem Bericht deutlich ist, der ja auch vorgestellt wurde, alles hat sozusagen eine oder wird aus einer intersektionalen oder auch einer geschlechterspezifischen Perspektive oder Komponente betrachtet. Und es ist halt so, dass Frauen gerade was Care-Arbeit angeht, stärker betroffen sind. Sie pflegen Angehörige, sie ziehen Kinder groß, sie leisten Care-Arbeit. Und auch, wir wissen auch aus wissenschaftlichen Untersuchungen, Homeoffice ist eine tolle Sache, aber die Covid-19-Pandemie hat natürlich gerade auch, was da die Ungleichverteilung angeht, unter den Geschlechtern, das nochmal massiv verstärkt. Und deswegen ist für uns auch ein Riesenpunkt, um sozusagen gegen diese Ungerechtigkeit vorzugehen, auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ein Schwerpunkt, den wir uns anschauen müssen. Und da sehe ich natürlich nicht nur die Einzelpersonen im Fokus, sondern auch die Wirtschaft, aber auch öffentliche Institutionen, die sozusagen da auch Rahmenbedingungen so verändern müssen, dass eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf einfacher möglich ist.
Und ich glaube, ein Punkt, was jetzt auch in den letzten Wochen, auch im letzten Jahr schon andiskutiert wurde, wo zwei von unseren Koalitionspartnern auch schon gern weiter wären, ist, dass wir gerne eine Einführung einer zweiwöchigen vergüteten Freistellung nach der Geburt, auch zum Beispiel für Väter oder für weitere Elternteile einführen würden, damit einfach da von Anfang an schon gleich klar ist, dass halt Sorgearbeit und Care-Arbeit nicht nur Aufgabe der Frauen ist, sondern auch wir gleich von Anfang an sagen, da können auch gerne noch die Partner oder andere Elternteile gerne mit einsteigen. Genau, das wurde jetzt erstmal auf dieses Jahr vertagt, weil wir da auch noch, wir reden ja nachher noch über Finanzierung sprechen müssen, wer nachher die Kosten für diese Maßnahmen sozusagen bezahlt. Ein weiterer Teil oder ein weiterer Aspekt, den ich noch gern nennen möchte, ist der Abbau der Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen, weil auch, glaube ich, das ein Riesenpunkt ist. Wir sehen es auch gerade, dass Care-Berufe auch schlechter bezahlt sind als zum Beispiel andere Bereiche. Und ich glaube, dass das dass wir die Lohnungleichheit angehen, dass das eine wichtige Voraussetzung für eine faire Aufteilung von unbezahlter Sorgearbeit ist. Und ein wichtiger Baustein ist bei uns die Weiterentwicklung des Entgelttransparenzgesetzes, also dass deutlich wird, wer verdient hier eigentlich wie viel. Und wir kommen zwar nachher noch zu Steuern, aber auch ein Thema, was mich schon seit ich Politik mache begleitet ist, das konnten wir leider nicht umsetzen in der im Koalitionsvertrag, aber ich will es trotzdem einmal sagen, weil ich glaube, es ist auch wichtig, ist gesellschaftlich da den Druck hochzuhalten. Wir haben schon über Systeme und Strukturen geredet, die Ungerechtigkeiten befeuern, und das ist ganz klar das Ehegattensplitting, also ein System, was dafür sorgt, dass Frauen häufig zu Hause bleiben, schlechter bezahlte Jobs machen und dann natürlich auch, wenn wir uns die Rente dann angucken, dann auch, wenn wir vom Gender Pension Gap reden, auch Frauen überproportional mehr von Altersarmut betroffen sind und auch da die Ungleichheit riesig ist. Also alles Themen, die relevant sind, und da haben wir es leider nicht geschafft, uns in der Koalition durchzusetzen, aber wir bleiben weiter dran, da auch die Strukturen anzugehen. Und genau, bei den ganzen Bereichen, die ich jetzt angesprochen habe, habe ich noch gar nicht so eine intersektionelle Perspektive drin. Also ich glaube, wenn man dann noch mal schaut, wie diese Themen zum Beispiel für Frauen mit Migrationsgeschichte betrachtet sind, die werden noch mal weniger auch bei uns in Deutschland betrachtet, müssen wir da auch noch mal draufschauen und das einfach auch mit berücksichtigen. Deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass diese Perspektive auch im Bericht deutlich wird. Genau, ich glaube, um insgesamt zu sagen, wenn wir auch einen neuen Gesellschaftsvertrag wollen, auch in der Pflege, wenn wir über unbezahlte und bezahlte Care-Arbeit sprechen, dann muss deutlich werden, nur weil es oft Frauen betrifft, heißt es nicht, dass es ein reines Frauenthema ist. Ich bin jetzt auch wieder eine Frau, die über das Thema referiert und sagt, wie wichtig das ist, dass wir uns dafür einsetzen, dass sich das ändert, und gleichzeitig brauchen wir aber auch die andere Hälfte der Gesellschaft, also alle Männer, gern nach vorn, sich dafür einsetzen, dass unbezahlte Care-Arbeit besser aufgeteilt wird. Und Und dann habe ich auch schon oft jetzt angesprochen, die Finanzierung. Wir haben solidarische Sozialsysteme, Absicherungssysteme, das wurde auch gerade eben schon deutlich. Und ich glaube, diese Systeme müssen auch solidarisch finanziert werden, und das funktioniert gerade nicht mehr so, wie das vielleicht mal der Fall war, und da müssen wir unbedingt dran. Aber ich glaube, da bin ich jetzt nicht so die Expertin, sondern nachher sprechen noch ExpertInnen, die genau zu dem Thema sagen, was vielleicht auch Steuergerechtigkeit wäre, vielleicht wie mehr besteuert werden müsste, wie Vermögen mehr besteuert werden müsste, damit wir all diese wichtigen Punkte auch finanzieren können. Genau, und ich glaube, ich hatte nur 5 Minuten. Ich bin noch nicht so lange Politikerin, deswegen habe ich hoffentlich nicht überzogen. Man sagt ja immer, dass freue mich jetzt auf die Diskussion und den Austausch. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank, Frau Lob. Ich glaube, Sie haben gar nicht überzogen. Wir haben am Anfang überzogen, nicht Sie. Deswegen werde ich jetzt auch gar nicht so viel zu Feline Tecklenburg sagen, die heute als weitere Kommentatorin da ist. Vielleicht so viel aber, dass der Verein Wirtschaft ist Care, für den Feline Tecklenburg heute hier ist, wird auch durch die Robert-Bosch-Stiftung gefördert. Und es geht, wie schon in dem Namen steckt, eben gar nicht nur um Sozialpolitik, sondern um die Wirtschaft
als Ganzes und wo da überall Care drinne steckt und was sich daraus auch an Reformbedarf und Veränderung ergibt. Dann, the floor is yours. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung und ich habe gerade schon gespannt zugehört, was Sie, Frau Lob, gesagt haben. Es ist schön, dass wir hier sein können und es ist schön, dass Sie alle hier sein können, dass Sie von Ihrer Mutter geboren wurden und von ganz vielen anderen Menschen erzogen, angezogen, ernährt und gebildet wurden und dass Sie und wir alle heute mit einer Infrastruktur hier ankommen konnten und die Menschen an den Bildschirmen zu Hause auch über eine Infrastruktur hier zugucken können. Denn das ist alles Care. Care bedeutet, ich gucke nochmal auf meinen Zettel, Fürsorge, Achtsamkeit, Obhut, Pflege und Umsicht. Und Fürsorge, Sorge, Care, das ist der Begriff, der ja auch im Zentrum dieses des Berichts steht. Es ist uns immer wichtig, darauf einzugehen, dass für viele Menschen Care schon beim Sammeln vom Feuerholz oder beim Anstehen von Trinkwasser beginnt. Und dass es eben ganz viele Tätigkeiten von der Hausarbeit und der Betreuungsarbeit über sozialarbeiterische Tätigkeiten, erzieherische Tätigkeiten und so weiter, dass es um all das geht. Und dieses weite Verständnis von Care ist wichtig, denn das ist auch, so wie wir das verstanden haben, der sehr umfassende Anspruch des Berichtes. Care needs to be at the center of a new economic and social model. Also Fürsorge in all ihrer Vielfalt gehört nicht nur ins Zentrum eines sozialen, sondern eben auch eines neuen ökonomischen Modells. Und der Bericht sagt eben ja auch, das neoliberale Wirtschaftsverständnis seit den 1980er Jahren hat da ziemlich viel an die Wand gefahren, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Und viel länger schon ist aber die unbezahlte oder schlecht bezahlte Sorgearbeit und die Ausbeutung eben dieser Arbeit eine Problematik der Ungleichheiten, die wir heute hier debattieren. Eben fiel schon die Zahl 76%. Ich habe es nochmal in Stunden. 16 Milliarden Stunden werden pro Tag weltweit mit unbezahlter Sorgearbeit verbracht und 12 Milliarden Stunden davon allein von Frauen. Also würde diese Arbeit in Deutschland, der unbezahlte Arbeitsanteil in Deutschland, nur mit dem Mindestlohn aufgewertet werden, dann wären das 40% des Bruttoinlandsproduktes. Dann wäre unbezahlte Sorgearbeit der größte Wirtschaftssektor in Deutschland. Das kann man sich mal bewusst machen. Genau, und dieser neue Bericht, der uns sehr erfreut hat, macht eben auch deutlich, diese Form der Wirtschaft, die auf der Ausbeutung von unbezahlter und schlecht bezahlter Sorgearbeit basiert, ist nicht zukunftsfähig. Also es braucht eine Wirtschaft, die von uns allen gemeinsam gestaltet wird. Und das ist das Positive an diesem Bericht. Wirtschaft wird wieder als etwas Gestaltbares begriffen. Etwas, was von Menschen für Menschen gemacht wird und nicht den vermeintlich naturgesetzlichen Marktregeln folgt. Im Bericht wird auch die Zahl pflegebedürftiger Menschen genannt. Das sind weltweit bis 2030 2,3 Milliarden. Und in Deutschland sind es heute bereits 4,5 Millionen, die zu 80% von Angehörigen zu Hause gepflegt werden. Bis 2030 werden das 6 Millionen Menschen sein. Und das jetzige Wirtschafts- und Gesundheitssystem ist dafür nicht ausgestattet. Da geben fehlende Betten in Kinderkliniken oder auch die Situation der Krankenhäuser in der Corona-Pandemie einen Vorgeschmack nur für, was uns passieren wird, wenn wir weiter so mit der Pflege und der Betreuung umgehen, wie wir das gerade tun. Aber es greift zu kurz, wenn die Lösung dieser Sorgekrise jetzt nur darin gesehen wird, dass wir genug Betreuung für diese weltweit 2 Milliarden finden und dann war's das. Also Sorge und ihre Krise hat nichts mit Alter oder Krankheit oder Behinderung zu tun, sondern sie geht uns alle an, immer. Und in der derzeitigen Debatte über den Fachkräftemangel in Deutschland und diesen lauten Ruf nach ausländischen Arbeitskräften wird übersehen, dass die Menschen, die wir jetzt hierher holen wollen, ihre Heimatländer verlassen und die Care-Arbeit und die Care-Aufgaben, die sie dort haben, wenn sie hierher zu uns kommen. Reiche Länder wie Deutschland stehen am oberen Ende der Nahrungskette, der Global Care Chain. Und sie nutzen ihre neokoloniale Macht, so muss man das leider auch deutlich benennen, um die Sorgekrise in der eigenen Gesellschaft abzupuffern. Aber dadurch wird Deutschland Exportweltmeister in der Sorgekrise in andere Länder. Und Sorgearbeit
zu lösen, bedeutet also, sie systematisch und global mitzubedenken. Nur dann kann sie in irgendeiner Form aus diesem Puffersystem heraus. Und das ist auch klimapolitisch extrem relevant, denn Care-Arbeit hat im Vergleich zu anderen Wirtschaftssektoren und Industrien einen sehr geringen CO2-Ausstoß. Und der Wirtschaftssektor der haushaltsnahen Dienstleistungen, genauso wie Pflege- und Betreuungsarbeit, sind dadurch klimafreundliche und sinnstiftende Arbeitsfelder der Zukunft. Aber nicht unter den derzeitigen Arbeitsbedingungen. Daran muss sich dringend was ändern. Und für die Überwindung der Sorgekrise braucht es mutige Arbeits- und Zeitpolitik. Da gucke ich schon mal in die Richtung von Frau Lob. Genau. Genug Zeit ist wichtig, um den bezahlten Sorgearbeiterinnen gute Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. Es gibt Studien, die sagen, dass Pflegerinnen und Pfleger, die ausgestiegen sind wegen Burnout, einmal im Monat drüber nachdenken, zurückzukommen in ihren Beruf, aber es nicht tun, weil die Arbeitsbedingungen so prekär sind. Also das heißt, es sind ganz viele Menschen da, die müssen nur wieder zurückgeholt werden, indem es bessere Bedingungen gibt. Und das ist nicht unbedingt bessere Bezahlung, sondern einfach die Möglichkeit, ihren Job richtig machen zu können. Darum geht's. Genau, und eine Lösung ist aus unserer Sicht eine Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich, damit für alle Menschen genug Zeit ist, um Sorge daheim und in ihren Berufen auch auszuüben. Also das heißt, Sorge als gesamtgesellschaftliche Verantwortung zu begreifen, sie nicht in die privaten Haushalte abzudrücken und auch nicht in die Sphäre der Private Equity Fonds, wo auf dem privaten Markt mit Pflege und Altenheimen Gewinne gemacht werden, sondern ganz klar zu sagen, das ist Verantwortung der Gesellschaft und das finanzieren wir auch, koste es, was es eben kosten mag. Genau, und dann vielleicht noch zu der Zivilgesellschaft, die ja am Anfang auch schon hier erwähnt wurde. Es gibt in der Zivilgesellschaft unglaublich viele Lösungsansätze, vor allem auf kommunaler Ebene. Es gibt Modelle wie die sorgenden Städte, die versuchen, Klimaschutz und Care-Krise, also eine gemeinsame Antwort dafür zu finden. Es gibt das bundesweit agierende Poliklinik-Syndikat, die schon mittlerweile in vielen deutschen Städten Gesundheits- und Sorgezentren etabliert haben, in denen es für die Leute in den Stadtteilen Versorgung gibt. Wenn man das zusammen mit den Kommunen ausbauen würde zu Sorgezentren, und dafür gibt es auch in Argentinien zum Beispiel schon ziemlich gute progressive Beispiele, dann wäre das ein kommunaler Ansatz, um mit den Menschen Bottom-up-Politik zu betreiben und diese Sorgekrise zu beantworten. Es gibt auch, und das ist in Deutschland bislang viel zu wenig beachtet, das Gender Budgeting, was als Finanzinstrument, finde ich, noch viel mehr in den Fokus rücken sollte. Aber da reden wir vielleicht ja auch mit den Finanzexpertinnen nachher noch drüber. Genau. Also wie der Bericht verdeutlicht, es gibt kein Erkenntnisproblem, weder in der Care-Krise noch in der Klimakrise. Es gibt ein, wir sagen immer, wirtschaftspolitisches Entscheidungsproblem, aber also man kann wirtschaftspolitisch und politisch sagen. Und es ist unser aller Aufgabe, diese Sorge in all ihrer Vielfalt, was sie für die Gesellschaft bedeutet, anzugehen, als Allianz aus Zivilgesellschaft und Regierung. Und ich hoffe, dass wir da in Zukunft auch weiter im Gespräch bleiben. Vielen Dank, vielen Dank auch für die konkreten Vorschläge und auch nochmal für die Einladung an alle, das zusammen zu gestalten. Das ist ja auch ein zentraler Teil des Berichts. Leider passen auf unsere Bühne nicht so viele Leute, wie wir zum Sprechen eingeladen haben. Deswegen müsste ich euch nochmal kurz bitten, die Bühne zu verlassen, damit ich gleich, genau, vielen Dank nochmal. Damit ich Amand Zorn und Christoph Trautvetter jetzt zum Thema Steuergerechtigkeit nochmal auf die Bühne bitten kann. Also die Frage nach einem neuen Fiskalpakt, der eben eine transformative Sozialpolitik möglich macht, wie es in dem Bericht heißt, aber auch eben diese Vorhaben, die jetzt geschildert wurden, sowohl von Denise Lob als auch von Feline Tecklenburg, möglich zu machen und auch in der Rede von der Staatsministerin Frau Reglewski schon angeklungen sind. Also diese Herausforderung, diese Vorhaben zu finanzieren, das wollen wir uns jetzt nochmal anschauen. Gleich gebe ich zunächst das Wort an Amand Zorn, der bei
Ihnen weiß ich gar nicht, seit wann Sie im Bundestag sind, auch seit dieser Legislaturperiode, also auch ein neues Mitglied im Bundestag, in Frankfurt Lebensmittelpunkt und eben einen Schwerpunkt auf den finanzpolitischen, digitalpolitischen Themen, aber auch Mitglied im Beirat für nachhaltige Entwicklung. Insofern das Rundumpaket, was auch zu diesem Panel passt. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Ja, vielen Dank für die Einladung und auch vielen Dank für den Bericht. 5 Minuten sind ein bisschen kurz, um die großen fiskalischen Fragen hier zu lösen. Aber ich will versuchen, einen Ansatz zu skizzieren. Aber will mich zunächst erstmal für den wirklich guten Bericht bedanken. Ich verstehe ihn eigentlich nochmal als Ermutigung oder als Anmahnung, bei dem Thema sozial-ökologischen Transformation dran zu bleiben. Wie wir das bereits gehört haben, ich glaube, es gibt hier kein Erkenntnisproblem, sondern es gibt auch kein Strategieproblem. Ich würde es anders sehen, das ist kein wirtschaftspolitisches Problem oder kein politisches Problem, sondern ich glaube, dass es erstens darum geht, die Umsetzung, weil das bei vielen Fragen so komplex ist und so miteinander verflochten ist, dass die Umsetzung am Ende doch nicht so trivial ist, erstens das. Und zweitens, für mich ist es eine ganze gesellschaftspolitische Aufgabe. Und darauf werde ich im zweiten Teil meiner 5 Minuten eingehen. Ich will aber vielleicht erstmal mit dem Thema Fiskalvertrag anfangen. Und auch da bin ich sehr, sehr dankbar, dass sie das auch nochmal so stark herausgearbeitet hat, nämlich bei vielen verschiedenen Fragen von Ungleichheit, wenn es darum geht, die zu beseitigen, wenn es darum geht, auch die Krisen, die durch diese Ungleichheit entstehen, zu beseitigen, sind viele Lösungen, Lösungsansätze unmittelbar mit den fiskalischen Fragen verbunden. Und wenn wir uns das gerade in Deutschland anschauen, Sarah hat das vorhin erwähnt, wir haben ein Steuersystem, was überhaupt nicht zeitgemäß ist, was die Ungleichheiten verschärft, die wir haben, und was dazu führt, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer noch zunimmt. Wenn man sich das beim Einkommen anschaut, dann ist es so, dass die unteren Einkommen viel, viel, viel stärker proportional an Steuern zahlen als höhere Einkommen. Und auch oft sind das leider Frauen, die entweder Teilzeit beschäftigt sind oder leider geringfügig beschäftigt sind. Und so sehen wir schon bei der steuerpolitischen Frage, wie sehr eigentlich die Gendergerechtigkeitsfrage auch mit steuerpolitischen Fragen zusammenhängt. Aber ich finde für mich, die größte Ungerechtigkeit, die wir eigentlich in der Steuerpolitik haben, ist, wenn es darum geht, wie Vermögen besteuert wird. Und zwar kaum. Also wir haben keine Vermögensteuer, wir haben eine Erbschaftssteuer, die eigentlich die Form einer Vermögensteuer einnehmen könnte. Aber aufgrund der Gestaltung, aufgrund der vielen verschiedenen Ausnahmen, haben wir die Situation, wo am Ende, wer eigentlich eine Erbschaftssteuer zahlt, entweder besonders verantwortungsbewusst ist oder schlecht beraten ist oder am Ende nicht so viel geerbt hat. Das ist leider die Realität. Und nur mal ein paar Zahlen auch dazu zu nennen. Jährlich werden etwa 400 Milliarden vererbt, aber am Ende hat der Fiskus nur etwa 2% davon. Und das zeigt eigentlich, was für ein Problem wir haben. Und das ist nicht nur Gift für das gesellschaftliche Gefüge, weil die Ungleichheit damit immer wieder steigt und was dazu führt, dass Grundwerte, die uns wichtig sind, Grundprinzipien, die uns wichtig sind, damit in Frage gestellt werden. Das ist aber auch problematisch, weil dadurch uns als Gesellschaft eine große Einnahmequelle entgeht, um die vielen verschiedenen Aufgaben, die es gibt, zu bewältigen, zu finanzieren. Das ist das zweite Thema. Aber auch drittens, wenn wir das wirtschaftlich betrachten wollen, dann gibt es Studien, die das belegen, in Ländern, wo es eine höhere Vermögenskonzentration gibt, dass dort die Wettbewerbsfähigkeit und die Innovation nachlässt. Also da ist es definitiv etwas, wo wir ansetzen wollen als SPD-Fraktion. Das ist innerhalb der Ampelkoalition noch nicht mehrheitsfähig. Da gibt es andere Parteien, die da andere Vorstellungen haben. Aber ich glaube, dass wir dringend, dringend eine Steuerreform brauchen, um auch dafür zu sorgen, dass wir ein Steuersystem haben, was im 21. Jahrhundert viel mehr den gesellschaftlichen Realitäten entspricht, aber auch zeitgleich damit Ungleichheit beseitigen wollen und die nötigen Finanzen tatsächlich aufbringen wollen, um die sozial-ökologische Transformation auf den Weg zu bringen. Das vielleicht nochmal kurz, was das angeht. Ich könnte so viel erzählen, aber ich fasse mich kurz. Ich versuche es wirklich. Ich würde gerne auf die globale Ebene, also auch nochmal Fiskalpolitik oder Finanzpolitik auf eine globale Ebene. Und das hast du auch vorhin erwähnt, Sarah. Und ich glaube, dass, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass der Bericht auch nochmal darauf eingeht, welches Erbe verschiedene Länder erhalten haben durch die Kolonialgeschichte. Weil in vielen Ländern der Welt ist es so, dass Strukturen dazu geführt haben, dass eine Entwicklung schwer ist oder unmöglich ist.
Nun bin ich der Meinung, dass Reparationszahlungen oder die Diskussion über Reparationszahlungen sehr, sehr schwierig ist. Also ich glaube, die zu führen und die auch so zu führen, dass am Ende alle davon profitieren, ist sehr, sehr schwierig. Was aber geht, ist, dass für viele Länder, die tatsächlich eine Kolonialgeschichte haben, und da gehört auch Deutschland dazu, daraus das als Anspruch zu nehmen, als Verantwortung zu nehmen, sich heutzutage dafür einzusetzen, dass wir nicht nur in der internationalen Finanzpolitik faire Regeln haben, die Ländern auch ermöglichen, ihren Weg zu gehen. Also das immer beim Thema Schuldenerleichterung beispielsweise, aber auch in der Wirtschaftspolitik, in der Handelspolitik dafür zu sorgen, dass es da faire Regeln gibt und dafür zu sorgen, dass Länder, die vielleicht nicht so entwickelt sind, Länder des globalen Südens, auch in einen Wettbewerb treten können mit Ländern des globalen Nordens, ohne dass es tatsächlich dazu zu einer Ausbeutung und einer Ausgrenzung bestimmter Länder kommt. Abschließend will ich aber nicht als Finanzpolitiker sprechen, sondern als Politiker im Allgemeinen und auch als Frankfurter oder als ganz normaler Mensch, der hier in der Bundesrepublik lebt. Und ich habe auf dem Weg hierher, habe ich nochmal Thomas Hobbes ein bisschen gelesen, als es um den Gesellschaftsvertrag geht. Also ich bin absolut der Meinung, wir brauchen tatsächlich einen neuen Gesellschaftsvertrag. Das würde ich absolut unterschreiben. Finde aber, wenn wir unsere Gesellschaft beobachten, das ist nicht nur in Deutschland der Fall, sondern auch in Europa oder in vielen anderen Ländern auf der Welt der Fall, da sind wir gerade an so einem Wendepunkt, wo jeder Einzelne durchaus spürt, dass Krisen zunehmen werden und jeder Mensch durchaus einen anderen Weg hat, damit zu reagieren. Also das ist nicht unser Instinkt, dass wir sagen, in so eine Krise werden wir solidarisch. Es gibt der ein oder andere, und das will ich will gar nicht darüber urteilen, der aus so einer Situation, wenn er sich bedroht fühlt, er versucht, seinen Gewinn zu maximieren. Und das ist absolut in Ordnung, will ich erstmal sagen. Also schaut in Momenten, wo es eng wird, wie kann ich dafür sorgen, dass es mir, dass es meine Familie und meine Nächsten besser geht. Und was wir, glaube ich, als Gesellschaft und nicht nur die Politik, aber als Gesellschaft gemeinsam leisten können, ist eigentlich, und da sind wir wieder bei Hobbes. Bei Hobbes war das nämlich so, dass er begründet den Gesellschaftsvertrag so, dass jeder Einzelne zu der Erkenntnis kommt, ich bin schlechter dargestellt, wenn ich einfach meine Freiheiten, meine Rechte komplett absolut ausleben möchte. Dadurch entsteht eine Situation, wo ich persönlich nicht davon profitieren kann, weil es jemanden geben kann, der stärker ist und der mich angreift, weil es keine Regeln gibt oder was auch immer. Und deswegen habe ich ein Interesse daran, meine Freiheit ein Stück weit abzugeben, meine Rechte ein Stück weit abzugeben, einer übergeordneten Organisation gegenüber, die mir die Sicherheit gewährleistet. Und ich glaube, das ist die Debatte, die wir führen müssen. Und nicht nur in der Politik, auch nicht nur in der Zivilgesellschaft, auch nicht nur bei den Thinktanks, sondern ich glaube, mehr denn je ist es extrem wichtig, dass wir insbesondere auf diejenigen zugehen, die vielleicht noch zweifeln oder die sich nicht sicher sind, wie die da diesen Weg gehen wollen. Und das ist, glaube ich, wo wir alle, glaube ich, noch extrem viel machen müssen, weil wir auch ein Interesse daran haben, dass, wenn wir es schon schaffen, einen neuen Gesellschaftsvertrag auf den Weg zu bringen, dass er nicht von einem Großteil der Bevölkerung angezweifelt wird. Und wenn man natürlich die verschiedenen Ebenen schaut, also nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in der Europäischen Union als globale Ebene nochmal anschaut, dann sieht man, wie komplex und wie schwierig das wird. Aber ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch und bin also dankbar für so einen Bericht, der das auch so klar benennt und auch der in der Sprache sehr deutlich ist und nimmt das auch noch als weiteren Arbeitsauftrag, um dafür zu sorgen, dass es uns gelingen wird. Danke. Vielen Dank für die sowohl ganz konkreten als auch philosophischen Anregungen und danke nochmal an Frau Ryglewski, die leider schon früher gehen muss an dieser Stelle. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und auch die Impulse, die Sie gesetzt haben. Zu Herrn Christoph Trautvetter ist wissenschaftlicher Referent des Netzwerks Steuergerechtigkeit. Das Netzwerk Steuergerechtigkeit ist ebenfalls ein Partner der Robert-Bosch-Stiftung. Ihr habt die Zahlen. Ich habe gehört, also diese Woche oder letzte Woche ist auch das ganz aktuell das neue Jahrbuch Steuergerechtigkeit rausgekommen, was eben viele, nochmal die aktuellen Analysen dazu, wie es eigentlich um Steuergerechtigkeit steht, aufzeigt und auch Vorschläge macht. Und damit übergebe ich an dich. Ja, vielen Dank. Ich will meine knappen 5 Minuten nach diesen großen philosophischen Worten tatsächlich für 3 ganz konkrete Kommentare zum Bericht nutzen und fange auch direkt an, ohne Vorrede.
Nummer eins, der Bericht stellt die Vermögensungleichheit mit einer tollen Grafik gleich an den Anfang. Das finde ich großartig. Zum einen, weil diese Grafik zeigt, ein ganz großer Teil der Bevölkerung ist eben nicht am gesellschaftlichen Wohlstand beteiligt. Und es gibt einen ganz kleinen Teil, der verwandelt Wohlstand in Macht. Und wenn wir jetzt mal versuchen, Deutschland in dieser Grafik einzuordnen, Herr Straub, Sie hatten es versucht und haben gesagt, vor 100 Jahren haben die reichsten 10% in Deutschland 85% des Vermögens besessen. Das war extrem. Und wenn wir jetzt mal fragen, wie extrem ist es denn jetzt, dann zeigt sich ein Haken, der sich auch an dieser Grafik zeigt. Hier unten steht nicht etwa UN, sondern hier steht Credit Suisse. Also das sind Daten von einer Bank. Und wenn wir gucken, wie ungleich ist denn das Vermögen in Deutschland verteilt, dann sehen wir eins, es hängt davon ab, wen man fragt. Im Prinzip gehört die Hälfte der Deutschen tatsächlich hier dazu. Also Menschen, die überhaupt keinen Anteil am Wohlstand in Deutschland haben, keine Immobilien besitzen und auch sonst kaum Vermögen besitzen, außer, und damit geht es ihnen sehr viel besser als den meisten in dieser Hälfte, eben den deutschen Sozialstaat, der ihnen zumindest eine gewisse Grundsicherheit gibt. Und dann wird es aber spannend bei der mächtigen Hälfte. Da gibt es Studien vom DIW, die sagen 21%, die reichsten 1%. Und es gibt andere Studien, die sagen, es sind mehr als 50%. Und die Wahrheit ist irgendwo dazwischen, zwischen 21 und mehr als 50%. Genauer wissen wir es leider nicht. Die Bundesbank hat jetzt ganz kürzlich eine Studie veröffentlicht, die sagt 28%, die reichsten 1%. Und direkt danach ist eine Studie von BCG rausgekommen, die sagt, allein die reichsten 0,1% besitzen schon 28%. Ja, also es ist tatsächlich ganz, ganz unsicher und ganz schlecht recherchiert und das ist aus meiner Sicht nicht ganz zufällig. Und diese Strukturen haben in Deutschland eine Besonderheit. Und zwar geht es bei diesen 1% nicht etwa um irgendjemanden, der sich angestrengt hat, der tatsächlich viel geleistet hat, sondern es geht tatsächlich um westdeutsche Männer, die in der Nachkriegszeit entweder mit ihrem Vermögen ihrer Eltern aus der Kaiserzeit einen großen Industriekonzern aufgebaut haben oder die als mit einem Drogeriemarkt zum Milliardär geworden sind und dieses Milliardenvermögen jetzt weitergeben. Und zwar nicht an die westdeutsche Frau, ja, die hatte in der Nachkriegszeit noch nicht viel zu machen, außer Fürsorge. Die wird auch jetzt, das sehen wir an der Statistik, relativ wenig erben. Es geht auch nicht um den ostdeutschen Menschen oder um junge Menschen. Die sind an diesem Vermögen tatsächlich nicht beteiligt, sondern es geht vorrangig um westdeutsche mittelalte Männer. Ja, und das ist, muss man so deutlich tatsächlich sagen, weil es tatsächlich so ist und weil das Versprechen, jeder kann durch eigene Leistung, durch eigene Bildung tatsächlich an diesem Vermögen teilhaben, heute nicht mehr so gut funktioniert wie in der Zeit, als diese westdeutschen Männer durch ihre Leistung tatsächlich sich diesen Wohlstand auch erarbeitet haben. Damit wäre ich schon beim zweiten Kommentar und zwar auf der nächsten Seite. Wir haben ja schon gehört, Fürsorge in all ihrer Vielfalt, was das tatsächlich bedeutet. Und das sieht man auch auf dieser Seite sehr schön. Und auch das finde ich eine sehr, sehr großartige Grafik. Ich finde es auch großartig, dass es die Care-Krise tatsächlich vor die Steuergerechtigkeit geschafft hat. Und trotzdem hat eben diese Ganzheitlichkeit zur Folge, dass die Steuergerechtigkeit nur ein halber von 11, Politikplattformen ist. Ja, und zwar als Hälfte bei der Fiskalpolitik, bei der die meisten Politikerinnen tatsächlich an Ausgaben und an Verschuldung denken und die Steuern lieber verschweigen, weil das unangenehm ist. Ja, zum Glück ist der Bericht tatsächlich, auch wenn die Steuern relativ kurz kommen, am Ende sehr nachdrücklich auch im Bereich der Steuern und welche wichtige Rolle Steuern spielen können. Deswegen finde ich super auch, dass eben wir diese Möglichkeit haben. Ich will zu den angesprochenen Zahlen tatsächlich ganz kurz nur drei nennen. Erstens, zur Erbschaft, du hast gesagt 2% vom Gesamtberg. Wenn wir uns jetzt mal die Erbschaftssteuer angucken, die es in Deutschland glücklicherweise gibt, dann gibt es diese 2% noch einmal. Und zwar, das ist der Steuersatz, den die Multimillionäre tatsächlich zahlen, obwohl eigentlich der offizielle Steuersatz irgendwo zwischen 30% und 50% liegt, weil es haufenweise Befreiung für große Betriebsvermögen und für reiche Erben gibt, die in den letzten 10 Jahren ungefähr 3.000 Menschen zugute gekommen ist, ja, die uns als Gesellschaft 75 Milliarden Euro gekostet haben, also jeden Deutschen 1.000 Euro.
Ja, und so viel zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Die ist da irgendwie ausgehebelt, weil es diese 3000 Menschen irgendwie geschafft haben, das Steuersystem so umzubauen, dass jeder Deutsche ihnen 1000 Euro überweist, obwohl sie schon viel zu viel haben. Zweite Zahl, auch das, glaube ich, bezeichnend für das deutsche Steuersystem. Wir haben einen Mustermillionär und seine Steuer- und Abgabenquote mal nachgerechnet. Der kommt auf 24%. In der Zeitung erzählen sie uns, Deutschland ist Hochsteuerland, 43% oder 48%. Das stimmt auch für den normalen arbeitenden Menschen, aber es stimmt eben nicht für die Mustermillionäre. Die kommen nur auf 24%, weil sie auf den Großteil ihrer Kapitaleinkommen keine Sozialabgaben zahlen und sich eben nicht am Sorgesystem beteiligen und weil sie für ihre Immobilieneinnahmen und andere Einnahmen große Steuerprivilegien genießen und deswegen am Ende, wie gesagt, auf 24% kommen. Die letzte Zahl noch zur globalen Perspektive. Das Tax Justice Network zeigt jedes Jahr, aus dem globalen Süden fließen 160 Milliarden Euro in die globalen Schattenfinanzzentren im globalen Norden und es gehen 179 Milliarden Euro an staatliche Entwicklungshilfe zurück. Das ist am Ende immer noch ein bisschen mehr. Der indirekte Schaden durch die Schattenfinanzzentren im globalen Norden ist deutlich größer als die Entwicklungshilfe auch heute noch. Das war nicht nur in der Kolonialzeit so, sondern das ist auch heute noch so. Da trägt unser Unternehmenssteuersystem tatsächlich wichtig dazu bei. Und Deutschland ist nicht dabei, das zu ändern. Das muss man deutlich dazu sagen. Das deutsche Finanzministerium hat sich für eine Mindeststeuer eingesetzt. Das ist großartig. Aber der zweite Teil der Reform, eine fairere Verteilung der Besteuerungsrechte, von denen dann die Entwicklungsländer profitieren, darüber redet das Finanzministerium nicht gerne. Die findet sich auch nicht im Koalitionsvertrag. Da steht tatsächlich nur die in Deutschland gewünschte Mindeststeuer. Bei der Schattenfinanz, dem zweiten Element, bei den illegalen anonymen Finanzströmen, da hat sich jetzt in Deutschland was getan, weil wir alle, auch die Außenpolitiker, gemerkt haben, oh, das mit Russland und russischem Geld ist vielleicht doch nicht so schön. Dabei ist Deutschland schon seit 20, 30, 40 Jahren ein beliebter Hafen für illegal verdientes Geld aus dem globalen Süden. Und das hat bisher nicht gereicht für eine Änderung. Ich hoffe jetzt, die außenpolitische Änderung führt da zumindest nächstes Jahr zu Fortschritten. Und damit bin ich bei meinem allerletzten Kommentar zum Bericht und dem Ausblick. Und da steht ganz oben drauf, Machtstrukturen ändern. Und auch das finde ich großartig. Es ist heute ja auch ganz, ganz oft gefallen, das Wort Macht und Machtstrukturen. Und diese Machtstrukturen finden sich innerhalb des Systems. Deswegen denke ich, kann man sie zum Teil auch ohne Systemwandel durch ein bewährtes demokratisches System, nämlich das Steuersystem, ändern. Und an dem, denke ich, lohnt es sich zu arbeiten. Aber um diese Machtstrukturen zu ändern, braucht es aus meiner Sicht vor allen Dingen zwei Sachen. Zum einen Wissen und eben einfach verständliches Wissen. Deswegen ganz kurzer Werbeblock, dass unser Jahrbuch Steuergerechtigkeit mit den 8 einfachen Indikatoren auch draußen ganz druckfrisch nochmal abzuholen. Und wenn es dieses Wissen einmal gibt, brauchen wir tatsächlich eine breite gesellschaftliche Debatte. Und deswegen mein Schlusswort, das ist tatsächlich das Projekt, bei dem uns die Robert-Bosch-Stiftung seit Dezember unterstützt, tatsächlich diese informierte und breite Debatte über das Thema Ungleichheit und Steuern in Deutschland zu ermöglichen. Und dafür herzlichen Dank, genauso wie für die Einladung heute Abend. Vielen Dank nochmal, Christoph Trautvetter, Naman Zorn. Ich würde jetzt für den letzten Punkt nochmal Gabriele Köhler auf die Bühne bitten. Genau, und euch nochmal bitten, immer noch nicht genug Stühle, nochmal auf die Bühne zu kommen und nochmal das Thema, letztlich, wir sind eingestiegen mit der sozial-ökologischen Transformation und gerade auch mit der globalen Entwicklungsagenda, die natürlich für Unrest Ausgangspunkt des Berichts war. Und damit wollen wir auch noch mal enden, noch mal mit so einer Gesamtschau letztlich auf die Sustainable Development Goals. Und wir haben von der Regierungsseite oder von der Staatsministerin noch mal gehört, wo sie schon Ansätze sieht, wo sie aber auch noch Leerstellen sieht. Und ich würde dich, liebe Gabriele, bitten, das noch mal aus zivilgesellschaftlicher Sicht zu kommentieren. Gabriele Köhler ist Entwicklungsökonomin, die schon
drei Jahrzehnte, glaube ich, in verschiedenen Funktionen in den Vereinten Nationen gearbeitet hat, aber heute hier ist als Mitvorständin von einem Verein Women Engage for a Common Future, der sich insbesondere für die Rechte von Frauen, aber auch den Erhalt der Umwelt für uns alle einsetzt. Vielen Dank, Ellen. Vielen Dank an Robert Bosch und an Unrest für einen hochanregenden und auch sehr anregenden und fesselnden Abend, Diskussion. Ich wollte noch mal ansetzen, genau wie du sagst, bei der Nachhaltigkeitsagenda der Vereinten Nationen, die wir jetzt seit 2015 haben und wo wir interessanterweise freiheitliche demokratische Grundordnung, Nachhaltigkeitsagenda in Deutschland, Nachhaltigkeitsberichte, Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Statistischen Bundesamt erhoben. Wir haben ganz tolle zivilgesellschaftliche Initiativen wie ein Handbuch zu den Gesetzen, die Nachhaltigkeitsagenda auch aufgreifen. Wir haben vom Bundeskabinett gerade jetzt im Dezember einen Beschluss gehabt, leider ist die Staatsministerin schon gegangen, einen Beschluss gehabt, dass alle Gesetze in Deutschland im Vorab überprüft werden müssen, ob sie nachhaltigkeitskonform sind und hinterher auch eine Gesetzesfolgewirkungsanalyse gemacht werden muss. Und trotzdem haben wir so eine ungleiche Gesellschaft in Deutschland und auch global. Und wie erklären wir uns das? Warum klappt es nicht? Und Sie haben mich sehr berührt, als Sie gesagt haben, dass Sie früher gedacht haben, das wird sich schon irgendwie durch unseren demokratischen, diskursiven Prozess auch irgendwie finden und wir werden zur Gerechtigkeit zurückkommen, wenn wir da jetzt nicht sind. Warum funktioniert das nicht? Und ich denke, da ist der UNRWIST-Bericht so wichtig, weil er genau seinen Finger in die ganzen Wunden legt von der Machtungleichheit, von der globalen, kolonialen Vergangenheit, die nicht aufgearbeitet ist, von der Steuerungerechtigkeit, von der Sorgeökonomie, alle diese Bereiche zusammenschaut und sagt, warum klappt es nicht? Und ich möchte drei Beispiele in den Vordergrund stellen, was an dem Bericht wichtig ist. Das erste, oder zwei Beispiele, wo er wichtig ist, oder zwei Bereiche, wo er wichtig ist, und dann drei Beispiele, wo wir ihn vielleicht umsetzen könnten. Die Bereiche, wo er wichtig ist, ist erstmal das Analytische. Eben zu sagen, es sind diese globalen Wertschöpfungsketten, die total ungerecht konstruiert sind, die den globalen Süden, nochmal drüber sprechen, welchen Teile, aber insgesamt den globalen Süden immer systemisch benachteiligt, immer die migrantischen Gruppen benachteiligt, immer die Frauen benachteiligt und die intersektionell benachteiligten Menschen weiter in die schwierige Lage drängt. Und diese Analyse fehlt aber in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Da ist keine analytische Komponente drin. Warum brauchen wir überhaupt eine Nachhaltigkeitsagenda? Und auch in der Agenda 2030 der Vereinten Nationen steht kein Wort über Kapitalismus oder Hyperglobalisierung. Oder es gibt ein SDG zu Wertschöpfungsketten, aber es wird auch nicht weiter aufgeführt, inwieweit diese Wertschöpfungsketten zu der systemischen Ungleichheit und zu dieser Machtungleichheit führen. Also der erste Punkt, was an dem Bericht wirklich wahnsinnig wichtig ist, das Systemische anzusprechen, den Finger in die Wunde zu legen und eine Analyse zu präsentieren, die uns erklärt, warum es in Deutschland nicht klappt und warum es weltweit nicht klappt. Und der zweite Punkt ist dieser Vorschlag von einem transformativen ökosozialen Gesellschaftsvertrag. Und ich glaube, es ist nicht ein Gesellschaftsvertrag, so habe ich es jedenfalls verstanden. Ich habe den Bericht zweimal gelesen, sondern es sind Gesellschaftsverträge. Also in jeweiligen Gruppen, in jeweiligen Situationen, in jeweiligen Konstellationen darüber nachzudenken, zu verhandeln, wie können wir transformativ agieren. Und da will ich eben diese drei Beispiele vorschlagen, wo wir vielleicht Unrwists Idee, Konzept eines ökosozialen Gesellschaftsvertrags umsetzen könnten in Deutschland oder von Deutschland aus auch. Das erste ist Lützerath. Wahrscheinlich haben alle hier im Raum mitgebebt und man kann sehr verschiedene Standpunkte einnehmen, ob das jetzt juristisch korrekt war oder nicht, dass das Dorf geräumt wurde. Aber es war doch klar, dass es auf eine wahnsinnige Konfliktsituation zugesteuert hat, weil Fridays for Future, die letzte Generation und andere Gruppen
verständlicherweise aus Klimasorge um diese Klimakipppunkte gesagt haben, das ist nicht nötig. 600 WissenschaftlerInnen haben vorgeschlagen, ein Moratorium zu machen. Ich will gar nicht sagen, ob es richtig war oder nicht, das Dorf zu räumen. 600 WissenschaftlerInnen haben vorgeschlagen, macht ein Moratorium, setzen wir uns nochmal an den Tisch, überlegen wir nochmal, ist diese spezielle Braunkohle unter diesem speziellen Dorf wirklich noch nötig oder können wir nochmal nachverhandeln mit dem Unternehmen RWE. Das wäre für mich ein Beispiel für einen ökosozialen Gesellschaftsvertragsprozess. Zweites Beispiel, wir haben jetzt das Lieferkettengesetz von Deutschland. Da muss sehr viel nachgebessert werden und das wäre dann auch wieder ein Punkt, wo wir gesellschaftlich agieren müssen. Weiterdenken, irgendwie Kinderrechte, Frauenrechte, andere Rechte müssen viel besser verankert werden. Aber vor allem das Monitoring wäre so in der ersten Runde jetzt zu verstärken. Das wäre so mein Plädoyer an den Bundestag, da was zu machen. Jetzt wird auf EU-Ebene auch versucht, ein Lieferkettengesetz zu verabschieden. Deutschland ist da, glaube ich, ein bisschen wieder ein Bremser und Verwässerer. Da wäre es wichtig, dass wir das so als einen Gesellschaftsvertrag, einen ökosozialen Gesellschaftsvertrag verstehen. Und der dritte Bereich, Lieferketten, globale Wertschöpfungsketten, wäre die Frage eines multilateralen, verbindlichen Abkommens zu Menschenrechten und Wirtschaft, der in Genf bei den Vereinten Nationen verhandelt wird. Wieder ist Deutschland nicht aktiv dabei. Es wäre wahnsinnig wichtig, dass wir da sagen, das ist ein multilateraler, globaler, ökosozialer Gesellschaftsvertrag wäre es, wenn er zustande käme. Und da wäre es ein wahnsinnig guter Anhaltspunkt, jetzt in dieser riesigen Krise, politisch, ökologisch, ökonomisch, sozial, zu sagen, da wollen wir das vorantreiben, das verhandelt wird. Denn da gibt es wieder ganz viele verschiedene Interessengruppen, die Wirtschaft, die verschiedenen Länder, Gruppen, die auch verschiedene Interessen dabei haben, je nachdem, ob sie große multinationale Unternehmen haben oder nicht, die Unternehmen, die Zivilgesellschaft und so weiter. Das ist so ein Beispiel für so einen Prozess, wo man verhandeln könnte und müsste und wo dieses Bild eines Gesellschaftsvertrags, der ökologisch gerecht und sozial gerecht ist, eingebracht werden könnte. Und der dritte Punkt, ich weiß nicht, ob jemand hier aus den Ministerien da ist, es soll 2024 soll es einen UN-Gipfel zur Zukunft, einen Zukunftsgipfel geben. Und die Bundesregierung ist Mitveranstalter zusammen mit Malawi. Eine hervorragende Gelegenheit, diese Idee des Gesellschaftsvertrags einzubringen in die Diskussion. Es gibt ganz viel zu reformieren am UN-System, am Sicherheitsrat und so weiter und so fort. Aber was wirklich fehlt, ist eine übergreifende, ideelle, visionäre Vorstellung. Und das könnte etwas sein, das Deutschland einbringt in diesen Gipfel und sagt, es geht eigentlich darum, nicht nur die Welt zu transformieren, sondern der Weg wäre über so Formate wie ökosoziale Gesellschaftsvertragsverhandlungen. Soweit von mir. Vielen Dank. Danke, Gabriele, auch nochmal an dich. Ich habe gesehen, Amand Zorn musste uns in der Zwischenzeit verlassen. Ich glaube, Denise Lob ist auch schon auf dem Sprung. Und wir haben uns viel vorgenommen mit der Veranstaltung, viele Perspektiven reinzuholen. Das braucht dann immer wieder mehr Zeit, als man gedacht hat. Wir wollten ein kurzes Q&A, aber vor allem wollen wir Sie auch einladen, dass, da wir sicherlich nicht alle Fragen jetzt hier werden beantworten können, dass Sie alle herzlich eingeladen sind, im Anschluss noch in dem Raum hier hinter uns auf jeden Fall zu einem Imbiss und auch dort die Gelegenheit haben werden, mit einigen der Referentinnen, die vielleicht noch bleiben können, noch einen Moment zu sprechen, aber vor allem auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Gibt es davor... Ich glaube, ich kann eine oder zwei kurze Fragen zulassen und dann muss ich aufgrund der guten Arbeitsbedingungen oder Arbeitsverhältnisse auch von allen Leuten, die uns das heute ermöglichen, hier zu sein,
dann leider auch beenden, weil die dann auch Feierabend haben. Das gehört dazu, so wie Sie alle sicher auch. Aber gibt es jetzt noch eine Frage, die Sie hier im Raum stellen möchten? Ich sehe eine Frage da. Vielen Dank, Martin Bitter, Bundesvereinigung Nachhaltigkeit. Wir haben 2016, als die SDGs gerade mal so neu waren, eine Roadmap entwickelt, zusammen mit Studierenden, bei der das SDG 10 an der Spitze der Roadmap steht, als das einzige adressierte Ziel, das eine Ursache adressiert und nicht nur ein Symptom. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass das hier zum Thema gemacht worden ist, weil ohne den Abbau von Ungleichheiten wird es Nachhaltigkeit schlichtweg nicht geben. Das vorausgeschickt. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Wir haben jetzt im Februar Wahlen in Berlin und danke. Ich würde es auch mal als Zwischenwahlen bezeichnen. Etwa 20% der Berliner Bevölkerung denen ist es nicht möglich, an dieser Wahl überhaupt beteiligt zu sein. Politische Teilhabe, politische Teilnahme, political care, wenn man so will. Das hat eine ganze Menge von Folgen, das wissen wir, das sehen wir auch ständig. Silvester ist da nur ein Beispiel davon. Das hat aber auch Folgen in der wirtschaftlichen Ungleichheit, in der Abgehängtheit mit dem politischen System, mit der Demokratie als Ganzes. Die Frage ist, und da geht der Bericht nicht drauf ein, auch in den 7 Politikfeldern nicht, was ist die Lösung dafür? Wäre es denkbar, dass man genauso wie beim Export von Wirtschaftsgütern, beim Export, ich nenne das jetzt mal in Anführungsstrichen, von Menschen, die von einem Land in das andere ziehen, also so wie Eigentumsrechte an dem Wirtschaftsgut übertragen werden können, staatsbürgerliche Rechte mit übertragen werden können für eine bestimmte Zeit, in der sie hier sind, ab einer bestimmten Zeit, in der sie hier sind, um überhaupt in die Lage versetzt zu werden, auf Landes- oder Bundesebene an politischen Entscheidungsprozessen teilzunehmen, auch auf kommunaler Ebene, also das, was am unmittelbarsten am Bürger ist oder an der Bürgerin. Ist das eine denkbare Variante? Kann man darüber diskutieren? Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, dabei zu sein. Danke. Danke. Es gibt eine weitere Meldung. Vielleicht wollen Sie es direkt weitergeben. Die Dame ist bei Ihnen in der Reihe. Ja. Danke, Eva Quistorp, ehemalige Europaabgeordnete und seit 20 oder 30 oder 40 Jahren in der globalen Frauen-, Klima- und Menschenrechtsbewegung aktiv. Da ich so lange dabei bin und auch zum Glück mit Gabriele und anderen einiges erreichen konnte, möchte ich jetzt hier mal die nüchterne Realistin spielen. Also ich habe auch an sehr vielen UNO-Klimakonferenzen, jedenfalls denen, wo man nicht hinfliegen musste, teilgenommen, bevor Greta dann auftauchte. Und ich muss sagen, mein Idealismus bezogen auf die UNO und auch auf wunderbare Studien, die Ihr Institut ja schon lange macht, schwindet nicht ganz, sondern ich will natürlich viel von dem erarbeitet ist, was erarbeitet ist, erhalten. Aber ich finde, dass man doch etwas gründlicher darüber nachdenken muss, dass Russland und China immer noch im Sicherheitsrat sind und die atomaren Supermächte da immer noch eine Vetomacht haben. Ich finde, dass viele gute NGOs, also ich habe auch ATTAC mitgegründet von wegen globale Steuer und so, aber ich finde, viele NGOs nehmen die UNO oder auch Wissenschaftler als einen Raum, wo sie sich äußern können, auch gestalten, Hoffnung äußern, im Grunde ihre eigenen Regierungsprogramme schreiben, so empfinde ich das, weil ich ja das Koalitionsprogramm jetzt jedenfalls von SPD und Grünen kenne, FDP ist mir zu feindlich gegenüber Steuergerechtigkeit. Aber ich finde, wir können doch nicht so naiv sein. Also wieso konnte Putin diesen Krieg anfangen? Wieso hat China diesen Krieg unterstützt? Warum ist Indien und Nicaragua und Mali oder Nordkorea natürlich auf Seiten Putins? Ich finde, wir müssen uns mit solchen Realitäten beschaffen und gleichzeitig natürlich möglichst auf Basis demokratischer oder regionaler Ebene. Sie haben ja auch sehr viele Beispiele in dem Text, die sehr, sehr, sehr lokal sind, würde ich mal sagen, wo sozusagen Klimapolitik in Paris nicht verhandelt wird, sondern eine Fischergruppe und eine Arbeiterinnengruppe in Indien. Ich finde, es gibt längst in der EU und auch übrigens in Kanada, Australien, Neuseeland, Uruguay zum Beispiel, Beispiele von faktischen ökosozialen Gesellschaftsverträgen, die eine große gesellschaftspolitische Wirkung haben. Natürlich nicht die Ungleichheit vollkommen abschaffen, aber wo wirklich Fortschritt erreicht ist. Und ich frage mich, warum diese Beispiele nicht genannt werden. Und meiner Ansicht nach ist es so ein bisschen so ein
allgemein antikapitalistischer Diskurs ist, wo aber nicht beschrieben wird, was für Gesellschaftsformen oder was für eine Gesellschaftsformation wir denn nun eigentlich in China und Russland und in den Ölländern haben. Ist das jetzt auch freier Kapitalismus oder was ist das eigentlich? Ich finde, dass diese Art politisch und ökonomische Analyse taucht zu wenig auf. Das war jetzt nochmal ein Kommentar, ja auch, also zum Teil eine Frage, aber auch nochmal ein Kommentar, nochmal ein Hinweis an die Autorinnen des Berichts. Die erste Frage, glaube ich, zum Thema Demokratie, Form von Mitnahme demokratischer Rechte über Ländergrenzen hinweg, ist, glaube ich, eine, die tatsächlich auch nicht beantwortet wird. Ich weiß nicht, ob du, Katja, vielleicht auch im Anschluss noch was sagen kannst, weil ich bekomme Signale, dass ich an dieser Stelle Isabel noch mal ein paar letzte Worte geben kann und dann euch alle ganz herzlich einlade, nach nebenan zu gehen. Und ja. Genau. Also vielen, vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit und für die wirklich interessante Diskussion und auch für die Kommentare, die wir jetzt noch bekommen können. Ich würde sagen, dass wir sind ja Katja und alle von uns, die noch da sind, würden das dann auch gerne in der Rezeption nachher vielleicht noch persönlich besprechen. Da haben wir vielleicht auch noch ein bisschen Zeit dafür. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich war heute mit Gabriele, wir waren in dieser Ausstellung The Road Not Taken im Deutschen Historischen Museum. Da ging es darum, was wäre passiert, wenn so bestimmte historische Sachen anders gelaufen wären. Also zum Beispiel das Attentat auf Hitler, wie viele Leute wären da weniger gestorben im 1945 am Ende des Zweiten Weltkriegs. Es ging darum, was wäre passiert, wenn die deutsche Revolution 1848 nicht gescheitert wäre, hätten wir dann vielleicht keinen Ersten Weltkrieg gehabt. Also es war eine sehr interessante Ausstellung. Und ich frage mich jetzt auch so ein bisschen, was wäre, wenn wir zum Beispiel eine radikalere und schnellere Klimapolitik schaffen würden und gerechtere Klimapolitik. Und sie hatte ja schon die Staatsministerin so ein bisschen beantwortet, vielleicht würde es dann auch bestimmte autoritäre Systeme schwächen, die eben fossile Energien jetzt verkaufen und gut verkaufen. Vielleicht würde es auch kommunale Ansätze mehr stärken, weil dann vielleicht Energie anders produziert würde, dezentralisierter und schneller auch unterstützt oder mehr unterstützt werden würde. Also ich glaube, diese Szenarien, was würde denn dann noch eine gerechtere oder klimafreundliche Politik, was würde es denn bedeuten? Also für Deutschland, aber auch für viele andere Staaten. Was wären denn auch eigentlich da die so ein bisschen die Benefits? Und da gibt es ja auch Studien drüber, zum Beispiel Geschlechtergerechtigkeit und friedlichere Gesellschaften. Es gibt zum Beispiel eine Studie drüber. Aber was bedeutet das denn für uns? Und ich glaube, das muss man vielleicht auch ein bisschen mehr darstellen und auch mit Fakten unterlegen, was das denn bedeuten würde für die Gesellschaft, in der wir leben. Und das ist so ein bisschen mein Abschlusswort und ich freue mich jetzt auf weitere Diskussionen. Und wie gesagt, wir haben auch einen Blog eben, gerade zu dem letzten Kommentar, wo wir auch andere, zum Beispiel die chilenische Verfassung jetzt, was sind da so für eine Vision dahinter, warum gab es da einen Backlash dagegen. Wir haben eine Blog-Serie, die Katja und ich mitleiten, wo eben ganz viele auch mehr Makroprojekte für neue ökosoziale Gesellschaftsverträge besprochen werden und was da die Fortschritte sind. Also können Sie sich gerne mal angucken, die sind auf der Anvest-Webseite. Ja? Also vielen, vielen Dank nochmal auch an die Bosch-Stiftung und an alle, die heute da waren. Und ich glaube, es war eine sehr interessante und spannende Diskussion für mich und wir möchten die auch gerne weiterführen. Dankeschön. Vielen Dank.